Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Sachverständige, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, begrüße Sie ganz herzlich zu unserer 63. Ausschusssitzung in Form einer Anhörung. Ich freue mich, zu meiner Linken den parlamentarischen Staatssekretär Dr. Thomas Gebhardt begrüßen zu dürfen, sowie Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung. Wir beschäftigen uns in der heutigen Anhörung mit dem Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes für eine bessere Versorgung durch Digitalisierung und Innovation, der dazugehörigen Unterrichtung durch die Bundesregierung sowie dem Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, der Digitalisierung im Gesundheitswesen eine Richtung geben und sie im Interesse der Nutzerinnen und Nutzer vorantreiben. Gegenstand der Anhörung sind außerdem Änderungsanträge der Koalitionsfraktionen zu dem Gesetzentwurf. Mit ihrem Gesetzentwurf wollen die Koalitionsfraktionen die digitale Entwicklung im Gesundheitsbereich weiter befördern. Dazu wurde ein Maßnahmenpaket geschnürt, das unter anderem vorsieht, digitale Gesundheitsanwendungen zügig in die Versorgung zu bringen, mehr Leistungserbringer an die Telematikinfrastruktur anzuschließen, die Anwendung von Telemedizin, zum Beispiel durch die Ausweitung von Telekonzilen, zu stärken und die Durchführung von Videosprechstunden zu vereinfachen. Weiter sollen Verwaltungsprozesse durch Digitalisierung vereinfacht werden, und Krankenkassen sollen mehr Möglichkeiten zur Förderung digitaler Innovationen erhalten. Außerdem sollen die Gesundheitsdaten besser für Forschungszwecke genutzt werden können. Bündnis 90 Die Grünen kritisieren allerdings in ihrem Antrag, dass den Aktivitäten der Bundesregierung eine Richtung und der Anspruch, mit Hilfe der Digitalisierung konkrete Gesundheits- oder pflegepolitische Anliegen zu erreichen, fehlen. Sie fordern deshalb unter Beteiligung der Patientinnen und Patienten sowie weiterer Akteure eine sich an Gesundheits-, Versorgungs- und pflegepolitischen Prioritäten orientierende Strategie zur Umsetzung der Digitalisierung für das Gesundheitswesen auf den Weg zu bringen. Das in Kürze zu dem Gesetzentwurf, zu den Anträgen. Bevor wir jetzt zur eigentlichen Anhörung kommen, ein paar Infos zum Ablauf und stehen für die Anhörung 120 Minuten zur Verfügung. Diese 120 Minuten wurden auf die Fraktionen entsprechend ihrer Stärke und auf zwei Runden aufgeteilt. In der ersten Runde kommen alle Fraktionen zum Zuge, in der zweiten Runde nur noch CDU, CSU und SPD. Wie das Zeitkontingent aufgeteilt ist, liegt Ihnen vor. Ich darf die Fragenden und auch die Sachverständigen bitten, sich möglichst kurz zu fassen, weil wir dann mehr Fragen und Antworten erhalten und stellen können. Ich bitte, das Mikrofon zu benutzen und wenn man, bevor man antwortet, Name und Verband zu benennen. Das Nutzen von Mobiltelefonen ist unter Strafe gestellt, kostet 5 €. Wird diskret für einen guten Zweck eingesammelt, also nicht das Handy, aber eventuell auch bei Wiederholungstätern. Ich weise darauf hin, dass die Anhörung digital aufgezeichnet und zeitversetzt im Parlamentsfernsehen gezeigt wird. Außerdem ist die Anhörung in der Mediathek des Deutschen Bundestages anzuschauen. Deshalb auch der Hinweis immer, dass man Name und Verband nennt, weil das im Fernsehen nicht so deutlich rüberkommt ansonsten. Und das Wortprotokoll der Anhörung steht später auf der Internetseite. Danke allen, die eine schriftliche Stellungnahme abgegeben haben. Wir starten mit der Anhörung durch die erste Frage durch die CDU-CSU-Fraktion und Karin Mack. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Guten Tag, meine Damen und Herren. Meine erste Frage richtet sich an den GKV-Spitzenverband und den Zentralverband Elektrotechnik und Elektronikindustrie.
Und zwar ganz grundsätzlich, wie bewerten Sie den Gesetzentwurf? Ist es aus Ihrer Sicht ein geeignetes Mittel, damit digitale Innovationen schneller in die Versorgung kommen und bei den Patientinnen und Patienten ankommen? Die Frau Dr. Pfeiffer antwortet selbst und hat das Wort. Vielen Dank, Pfeiffer, GKV-Spitzenverband. Die grundsätzliche Zielrichtung dieses Gesetzentwurfs begrüßen wir, dass nämlich nützliche Innovationen und insbesondere digitale Innovationen schneller in die Versorgung gebracht werden. Allerdings berücksichtigt der Gesetzentwurf nicht, dass wir bereits etablierte Zugangswege in den verschiedensten Leistungsbereichen haben. Wir sehen auch, dass viele Produzenten von digitalen Innovationen zu wenig mit diesen Zugangswegen vertraut sind und die dann bestmöglich nutzen können. Deswegen sind wir der Meinung, man bräuchte ein strukturiertes Informationsangebot, das vom Gesetzgeber geschaffen wird, damit man die verschiedenen Zugangswege dann auch deutlich besser erläutern kann und die Informationen geben kann. Wir sind auch der Meinung, dass ein guter Umgang mit Innovationen nicht nur bedeutet, dass diese schnell in die Versorgung kommen sollen. Es geht auch darum, dass die richtigen, das heißt die nützlichen Innovationen zur Verfügung gestellt werden. Denn wenn das nicht der Fall ist, droht hier Verschwendung von versicherten Geldern und auch Fehlversorgung. Deswegen sehen wir die Einführung solcher digitaler Gesundheitsanwendungen alleine aufgrund einer Überprüfung der Unterlagen des Herstellers durch das BfArM ohne die Einbeziehung der Partner der Selbstverwaltung mit Risiken behaftet. Wir sind der Meinung, dass die Kriterien für die Listung von digitalen Gesundheitsanwendungen unbedingt zu schärfen sind, etwa nach dem Vorbild, dass das britische NICE mit auch digitalen Anwendungen vorgesehen hat. Und hier sollten dann auch Ärzte und Krankenkassen eingebunden werden. Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Herr Bursig. Hans-Peter Bursig, Zentralverband Elektroindustrie. Auch wir begrüßen die Regelung in dem Gesetzentwurf, insbesondere dass in den Paragraphen 33a, 68a b und 140a neue Möglichkeiten geschaffen werden, digitale Lösungen in die Versorgung zu bringen. Wir sehen aber noch zwei große Engpässe. Das ist zum einen, dass der Paragraph 33a sich auf nur zwei von vier Risikoklassen in der MDR beschränkt und dass durch neue Klassifizierungsregeln nur noch sehr wenige Softwareprodukte in der Klasse 1 wahrscheinlich in Zukunft überhaupt verfügbar sein werden. Das heißt, dass unterm Strich vielleicht weniger digitale Lösungen als erwartet in den Genuss dieser Regelung kommen. Zum Zweiten ist die Beschränkung auf die MDR schließt digitale Angebote im Bereich In-vitro-Diagnostika aus. Dafür gibt es eine eigene EU-Verordnung, die IVDR, die entsprechende Risikoklassen hat, die Klassen A und B, und die sollten aus unserer Sicht auch noch eingeschlossen werden, einfach um ein umfassendes Lösungsangebot auch darstellen zu können. Das Zweite ist der Punkt, der auch bei Frau Pfeiffer angesprochen hat, nur aus einer anderen Sichtweise. Wir sehen nicht, dass das Gesetz den grundlegenden Problemfall löst, nämlich dass für digitale Anwendungen einfach von ihrer Natur her es häufig schwierig ist, die gewünschten Evidenznachweise zu erbringen. Einfach deswegen, weil viele dieser Lösungen auch sektorübergreifende integrierte Versorgungsprozesse sind, wie Telemonitoring, wo das dann teilweise gar nicht möglich ist. Der 33a sieht ein anderes Bewertungssystem vor, das aus unserer Sicht gut ist, weil es von der üblichen Betrachtung ausschließlich medizinischer Endpunkte für den Evidenznachweis abweicht. Das sollte aus unserer Sicht aber auch auf andere digitale Gesundheitsanwendungen ausgeweitet werden, um hier sicherzustellen, dass wir tatsächlich schnell und in der Breite in die Versorgung kommen. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Michael Henrich. Ich richte meine Frage an BfArMed und Bitkom. Wie bewerten Sie die Regeln über die Aufnahme von digitalen Gesundheitsanwendungen bzw. Gesundheits-Apps in den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung? Herr Gladkopf, Sie haben das Wort. Frau Gladkopf, oh, genau. Entschuldigung. Bundesverband Medizintechnologie Gladkopf. Vielen Dank für die Frage. Der BfArMed bewertet die Regelung nach 33a und 139e als einen sehr guten Ansatz für einen schnelleren und niederschwelligen Zugang von digitalen Lösungen in die Gesundheitsversorgung. Wir begrüßen dabei insbesondere die neue Rolle des BfArM, über dessen Verzeichnis digitale Gesundheitsanwendungen in Zukunft zentral geführt werden sollen. Versicherte sowie Leistungserbringer erhalten hierdurch einen guten Überblick über die verschiedenen Versorgungsoptionen. Dies erachten wir als einen richtigen Schritt in Richtung mehr Transparenz in der Gesundheitsversorgung sowie zur Stärkung der Patientensouveränität.
Wir begrüßen zudem auch, dass das Hauptkriterium zur Aufnahme von digitalen Gesundheitsanwendungen die Europäische Medizinprodukteverordnung ist oder beziehungsweise die Erfüllung dieser Kriterien ist. Mit der MDR wurde ein komplett neuer Rechtsrahmen erschaffen, der durch strengere Anforderungen ein absolut hohes Niveau an Sicherheit und Leistungsfähigkeit von Medizinprodukten bedingt. Dies gilt auch für digitale Medizinprodukte, insbesondere für die Medizinprodukte der Risikoklasse 2b und 3. Deswegen ist es für uns als BVMed nicht ganz nachvollziehbar, warum ausgerechnet diese Risikoklassen ausgeschlossen werden in der aktuellen Regelung. Sollte diese definitorische Eingrenzung dennoch beibehalten werden, so plädieren wir mit Blick auf die Planungssicherheit und die Förderung von neuen Innovationen im Gesundheitswesen dafür, dass zumindest die aktuelle Regelung so weit erweitert wird, dass es einen verbindlichen Zeitraum für die Öffnung der Aufnahme der höheren Risikoklassen gibt. Hinzu kommt, die aktuelle Regelung bezieht sich nur auf eigenständige und digitale Medizinprodukte, jedoch gibt es für den Gesundheitsmarkt oder im Gesundheitsmarkt auch Medizinprodukte oder digitale Lösungen, die in Zusammenhang mit konventionellen Medizinprodukten stehen, also Kombinationsprodukte. Bei diesen Lösungen handelt es sich um Software und Apps, die Informationen eines anderen Medizinproduktes aufbereiten, also beispielsweise eines Implantats, wodurch die Patientencompliance gefördert wird, sowie durch die Bereitstellung der Gesundheitsdaten der Leistungserbringer in seiner medizinischen Entscheidung unterstützt wird. Gemäß Artikel 2 Nummer 2 fallen solche Apps als Zubehör eines Medizinproduktes unter die Risikoklasse des Hauptproduktes und sind entsprechend nicht vom Versorgungsanspruch umfasst. Grundsätzlich werden sie auch die Kombinationsprodukte aktuell im DVG nicht bedacht. Wir sehen in der Nichtberücksichtigung das große Potenzial in der Gesundheitsversorgung nicht ungenutzt bleiben. Deshalb plädieren wir dafür, dass zumindest Zubehör von Medizinprodukten, deren Hauptfunktion auf digitalen Technologien beruht, jedoch eine direkte Beeinflussung der Funktionalität des Hauptproduktes ausgeschlossen ist, in § 33a aufgenommen wird. Letzter Punkt, der auch hier schon angesprochen wird. Wir sehen eine große Herausforderung bei dem Thema der Ausgestaltung der Rechtsverordnung, was nach dem Gesetz kommen wird. Hier gilt es, den Eigenschaften von digitalen Gesundheitsanwendungen im vollen Umfang gerecht zu werden, damit das Fast-Track-Verfahren so wie gedacht stattfinden kann. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage, die nächste Antwort kommt von Herrn Menzinis. Sie haben das Wort. Oh, Entschuldigung. Ja, vieles ist von meinen Vorrednern schon gesagt worden. Pablo Menzinis von Bitkom. Deswegen will ich mich da auch kurz fassen. Tatsächlich für uns entscheidend ist eine Ausweitung auf die Risikoklasse 2b. Das ist für Bitkom ganz zentraler Punkt. Und vielleicht noch mal ein Blick sozusagen in den Rückspiegel, wenn man sich anschaut, wie bisher sich der App-Markt entwickelt hat in den letzten 7 Jahren, würden wir es schon so sehen, dass die bisherigen Mittel nicht dazu geführt haben, dass sich hier die bisherigen Mittel der Zulassung nicht dazu führen konnten, dass sich hier wirklich ein Markt etablieren konnte, schlicht weil es von Kasse zu Kasse sehr fragmentiert war. Und da kann jetzt der Versorgungsanspruch schon neue Impulse setzen. Ein wichtiger Punkt noch, der bisher noch nicht angesprochen worden ist, was Software von anderen Produkten ganz stark unterscheidet, ist, dass Software sehr häufig angepasst wird und dass sehr viele der Updates, sei es auch nur Bugfixes, dass das überhaupt keinen Einfluss auf das Produkt als solches hat, dass da nur technische Grundlagen verändert werden oder Sicherheitslücken geschlossen werden. Und wichtig wäre, dass man das dann im Folgeprozess bei den Kriterien berücksichtigt, dass nicht jedes Update, jedes Release tatsächlich ein neues Produkt ist und dann eine App erneut in Genehmigungszyklus einlaufen müsste. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Tino Sorge. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde Herrn Menzinis gerne noch ein bisschen Zeit einräumen. Deshalb richtet sich meine Frage auch in Bezug auf die Risikoklassen sowohl an Herrn Menzinis vom Bitkom als auch an Frau Dr. Pfeiffer vom GKV Spitzenverband.
Diese Thematik der digitalen Gesundheitsanwendung bezieht sich ja, wie gesagt, auf Risikoklassen 1 und 2a gemäß der EU-Verordnung. Und jetzt haben wir ja gesagt, wir wollen über einen gewissen Übergangszeitraum Medizinprodukte der Klasse 2a, dass die ihre Verkehrsfähigkeit behalten. Und insofern nochmal die konkrete Frage, glauben Sie, oder dass dadurch sichergestellt ist, dass ausreichend digitale Innovationen die Versorgung verbessern bzw. in die Versorgung kommen? Herr Menzines, Sie haben das Wort. Also die Ausweitung halten wir für sehr sachgerecht. Dass sie ausgeweitet wird, wir gehen eben noch den Schritt weiter, dass wir sagen, auch das sollte sich auch auf 2b erstrecken, der Versorgungsanspruch. Ja, ansonsten würde ich mich da eigentlich schon wiederholen. Vielen Dank. Frau Dr. Pfeiffer. Ja, vielen Dank. Also wir sehen das sehr problematisch, wenn wir hier die Idee verfolgen, auf die Klasse 2b zu gehen, weil das sind dann doch schon Hochrisikoprodukte. Also wenn man zum Beispiel damit den Blutzuckerspiegel misst und daraus eben auch entsprechende Insulininjektionen produziert werden, die den Blutzuckerspiegel einstellen, dann ist bei einer falschen Einstellung hier auch ein tödliches Risiko damit verbunden. Dazu gehören auch Beatmungsgeräte, dazu gehören Defibrillatoren. Das wäre tatsächlich eine hochriskante Strategie, jetzt im Grunde genommen eine Umgehungsstrategie für die Industrie gegenüber dem GBA, hier tatsächlich die Methodenbewertung zu umgehen. Das sehen wir als hochproblematisch. Das kommt noch dazu, dass wir bei dem anderen ja dann auch teilweise die Scheininnovationen haben. Aber hier wird es dann wirklich riskant. Deswegen können wir nur dringend davor warnen, dieses hier auszuweiten. Vielen Dank. Die nächste Frage kommt wieder von Tino Sorgen. Ja, mich würde in Bezug auf den im Gesetzentwurf vorgesehenen, also die Einrichtung des Forschungsdatenzentrums interessieren. Gerade vor dem Hintergrund, dass ein bestimmter Kreis von Nutzungsberechtigten für bestimmte Zwecke die Nutzung von Daten ermöglicht wird, wie Sie den Mehrwert dieses Forschungsdatenzentrums einschätzen. Und die Frage hätte ich wahrscheinlich vorher sagen sollen, geht an Herrn Zilch vom BVITG und auch nochmal an Frau Dr. Pfeiffer vom GKV-Spitzenverband. Vielen Dank. Herr Zilch, Sie haben das Wort. Sebastian Zilch, BVITG. Vielen Dank für die Frage. Wir begrüßen das grundsätzlich sehr, dass die Anpassung im § 303 ein Forschungsdatenzentrum schaffen soll. Allerdings sehen wir dadurch nur bedingt die Forschungslandschaft gestärkt. Und das liegt daran, dass die überwiegende Mehrheit der Forschung und Entwicklung, also es gibt verschiedene Studien dazu, sagen so um die 65%, von der Wirtschaft und der Industrie finanziert und erbracht werden. Vor dem Hintergrund ist es extrem bedauerlich, dass die Industrie vom Zugang zum Forschungsdatenzentrum komplett abgeschlossen ist. Dies muss unbedingt angepasst werden, denn auch Software, MedTech oder auch pharmazeutische Industrie, wie auch natürlich die Hersteller von digitalen Anwendungen oder Implantaten, forschen und haben ein berechtigtes Interesse an diesen Forschungsdaten. Im medizinischen Kontext, mit dem Ziel, unmittelbar intervenieren zu können, sind anonymisierte Daten bedenklich. Wir brauchen den Zugriff zu pseudonymisierten Daten, besonders bei Gen- oder Biodaten, die im Übrigen grundsätzlich als nicht anonymisierbar gelten. Von daher, wir präferieren hier grundsätzlich pseudonymisierte Daten und empfehlen das auch an den Gesetzgeber. Es werden zwar angedacht, sogenannte Public-Use-Files zu nutzen, auch für KI-Anwendungen, aber auch die sind sehr beschränkt in ihrer eigentlichen Auswertkapazität. Die Daten, die im Forschungsdatenzentrum liegen sollen, sind aktuell lediglich Abrechnungsdaten der Krankenkassen. Auch diese sind nur bedingt aussagekräftig. Im ersten Schritt ist das ein guter Schritt. Nichtsdestotrotz empfehlen wir, dass im weiteren Verfahren dieses Forschungsdatenzentrum ausgebaut wird und um strukturierte medizinische Daten ergänzt wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Dr. Pfeiffer. Ja, vielen Dank, Pfeiffer, GKV-Spitzenverband. Wir begrüßen die Weiterentwicklung der bisherigen Datenaufbereitungsstelle
in ein Forschungsdatenzentrum. Hier werden neue und wichtige Aufgaben an dieses Zentrum übertragen, zum Beispiel auch die Schulung und die Beratung von Nutzungsberechtigten und vor allem auch die Qualitätssicherung der Daten. Wir halten das für geeignet, die Nutzbarkeit dieser Daten für die wissenschaftlichen Aufgaben auch zu erhöhen. Es gibt ja bereits diese Daten, aber das ist heute etwas umständlich, um es mal vorsichtig zu sagen, diese Daten zu nutzen. Wir haben natürlich in dem Zusammenhang auch die Erwartung, dass die epidemiologische Forschung und die Versorgungsforschung dann auch die neu aufzubauende Infrastruktur für die Verbesserung der Versorgung bestmöglich nutzt. Wir können uns auch vorstellen, dass wir im Rahmen unserer Aufgaben die Möglichkeit nutzen könnten, würden wir uns wünschen, auch zeitnah und flexibel diese Daten zu nutzen. Hier der auch jetzt vorgesehene Weg ist natürlich nach wie vor etwas umständlicher und es gibt viele gesetzliche Aufgaben, die Sie uns sozusagen übertragen, wozu wir einen direkten und schnellen Zugriff auf die Daten haben müssten. Natürlich, und das ist ganz entscheidend, müssen die Daten anonymisiert, pseudonymisiert sein. Das ist überhaupt keine Frage. Da gibt es im Gesetzentwurf einige Stellen, wo das vielleicht missverständlich sein könnte, aber ich glaube, es ist allen Beteiligten klar, dass es hier nicht um Klardaten geht, sondern um anonymisierte bzw. pseudonymisierte Daten. Da hilft vielleicht an der einen oder anderen Stelle eine Präzisierung, um da auch Missverständnissen vorzubeugen. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Rudolf Henke. Ja, und zwar an den Einzelsachverständigen Herrn Professor Dr. Straub und an den GKV-Spitzenverband, vermutlich Frau Pfeiffer. Es wird ja digitale Gesundheitsanwendungen geben, bei denen man erwarten kann, dass es eine regelmäßige Kontrolle begleitend gibt durch den Vertragsarzt oder durch andere Leistungserbringer in der Versorgung. Wie würden Sie das am besten sichergestellt sehen? Herr Professor Dr. Straub. Christoph Straub von der Barmer. Ja, aus unserer Sicht, und so sehen wir auch die Intention im Gesetzentwurf, sollte nicht der bloße Download einer digitalen Anwendung finanziert werden, sondern die Nutzung. Nur dann hat man auch die Sicherheit, dass Nutzen entstehen kann. Dazu genügt der bloße Download nicht. Dazu muss vorgesehen werden, was technisch möglich ist, dass die Anbieter, selbstverständlich auch hier pseudonymisiert, die Nutzungsdaten erfassen, also dass diese zugänglich gemacht werden. So machen wir es heute auch schon bei digitalen Präventionsanwendungen, wo nur, wenn 100% der Inhalte abgerufen werden, eine Bezahlung erfolgt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Eine weitere Kontrolle würden wir darüber vorsehen, dass man, wie es auch bei Arzneimitteln der Fall ist, wo man nicht eine Dauerverordnung bis zum Lebensende ausstellt, dass man auch diese digitalen Angebote befristet zugänglich macht und dass nach diesen Fristen revidiert werden kann. Die ganz überwiegende Anzahl dieser Anwendungen ist entwickelt und wird eingesetzt für chronisch Kranke. Wir können überprüfen, können feststellen, ob chronische Erkrankungen vorliegen. Insofern ist da ein Abgleich möglich. Wir können auch auf der anderen Seite feststellen, ob eine ärztliche Versorgung passiert. Ich nehme an, in 100% der Fälle ärztliche Versorgung dieser Versicherten erfolgt. Was wir nicht überprüfen können, ist, ob im Zusammenhang mit der ärztlichen Versorgung der Versicherten dann auch diese digitalen Angebote angeschaut werden. Aber das können wir heute auch nicht. Auch heute, wenn ein Papier-Diabetes-Tagebuch geführt wird oder eine Schmerzdokumentation geführt wird, gibt es seitens der Krankenkassen keine Überprüfungsmöglichkeiten, ob eine Nutzung erfolgt. Aber da vorgesehen ist, dass qua Gesetz der Einsatz dieser Produkte auch in der ärztlichen Versorgung gesichert werden soll, ist das aus unserer Sicht auch kein Problem. Vielen Dank, Herr Dr. Egger. Bernhard Egger, GKV-Spitzenverband. Mit dieser Frage wird eigentlich eines der Kernprobleme dieser Regelung über die BfArM-Liste deutlich, weil das BfArM ja letztendlich eine Produktliste veröffentlichen wird oder würde und festgelegt ist, diese Produkte sind dann von den Kassen zu erstatten. Das Problem der allermeisten Produkte ist aber, dass sie ihre Wirkungen nur dann entfalten können, wenn sie auch in ein ärztliches Behandlungssetting integriert sind.
Und so würden wir, wenn wir im Bereich Selbstverwaltung solche Leistungen einführen, letztendlich dann zum Beispiel im Bewertungsausschuss festlegen, dass die Verordnung möglich ist, aber zwingend bestimmte ärztliche Begleitleistungen erbracht werden müssen in regelmäßigen Abständen. Und wenn dies nicht geschieht, die Verordnung im Grunde dann ab da dann nicht mehr gilt. Und genau das kann das BfArM gar nicht regeln, sodass die Gefahr besteht, die Produkte werden verordnet, keiner weiß, ob sie letztendlich wirklich in das therapeutische Gesamtkonzept in der Praxis einbezogen und eingebaut werden oder nicht. Keiner weiß, ob sie genutzt werden oder nicht. Der zweite zentrale Punkt ist, dass letztendlich auch der Gesetzentwurf keinerlei Regelung vorsieht, wie dieses Nutzerverhalten dann regelmäßig gemonitort wird. Deshalb müsste man aus unserer Sicht auch nach Aufnahme auf die Liste eines Produktes dann auch festlegen, dass in regelmäßigen Abstand vom Hersteller Statusberichte abgegeben werden müssen, mit denen Transparenz geschaffen wird, wie häufig ist das Produkt abgegeben worden, welche Informationen liegen über das Nutzerverhalten vor und welche Informationen liegen letztendlich auch über die Ergebnisse der Anwendung in der Routineversorgung vor. Sonst wird man Produkte auf dieser Liste haben, die vielleicht häufig verordnet werden, aber man wird nicht wissen, wie letztendlich die Effekte in der Versorgung wirklich sind. Vielen Dank. Wir haben noch eine Minute. Die Frage stellt Professor Dr. Claudia Schmidtke. Ja, vielen Dank. Die Frage geht an den Verbraucherzentrale Bundesverband und den GKV-Spitzenverband. Die Koalitionsfraktionen beabsichtigen, den gesetzlichen Krankenkassen Möglichkeiten zu eröffnen, die digitale Kompetenz der Versicherten zu fördern. Ist das ein Weg, Versicherte aller Bevölkerungsschichten und Altersgruppen in die Lage zu versetzen, an digitalen Versorgungsangeboten gleichberechtigt teilzuhaben? Sollte die Antwort länger als 18 Sekunden dauern, werden wir das bei der CDU nachher in der zweiten Runde abziehen. Frau Mauersberg. Ja, Susanne Mauersberg, Verbraucherzentrale Bundesverband. Vielen Dank für die Frage. Also zunächst mal finden wir bei dieser Regelung sehr, sehr wichtig, dass Patienten vorher gefragt werden schriftlich und ihr einwilligen, dass sie in dieser Art und Weise begleitet und betreut werden wollen. Ob das ein Verfahren ist, wie man jetzt tatsächlich alle Versicherten erreicht, da darf man Fragezeichen hintersetzen. Das ist ja in der Vergangenheit immer ein schwieriges Thema gewesen, dass es sehr, sehr viele Versicherte oder Menschen gibt, die eben nicht von den regulären Angeboten erreicht werden, aber zumindest die Möglichkeit jetzt vorzusehen und dann auch mal zu gucken, wie viele Versicherte wollen dieses Angebot der Krankenkassen wahrnehmen. Das ist sicher eine wichtige Möglichkeit. Vielen Dank, Frau Dr. Pfeiffer. Vielen Dank, Pfeiffer, GKV Spitzenverband. Die Förderung von Gesundheitskompetenz im Allgemeinen und natürlich auch gerade im Umgang mit Digitalisierung ist sehr wichtig. Das ist aber eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und hier sollten auch andere Gruppierungen, Organisationen tätig werden, auch um sicherzustellen, dass alle gesellschaftlichen Gruppen gleichermaßen partizipieren können. Das gilt natürlich insbesondere für die sogenannten vulnerablen Gruppen. Dazu leisten die Krankenkassen auch gerne einen Beitrag. Der Fokus der vorgesehenen Regelungen lediglich auf individuelle Satzungsleistungen erscheint uns jedoch etwas zu eng gewählt. Also diese Informationsmöglichkeiten, Schulungsmöglichkeiten könnten und sollten nach unserer Auffassung auch in anderer Form gewährt werden über Informationsmaterialien und Patientenschulungen. Also allein als Satzungsleistung sehen wir da eine unnötige Begrenzung. Vielen Dank. Das Fragerecht geht jetzt an die SPD-Fraktion über. Herr Heidenblut. Vielen Dank. Meine Frage geht an den Einzelsachverständigen Dr. Stefani und Herrn Wiegand vom Aktionsbündnis Patientensicherheit. Kann Ihrer Meinung nach auf den Nachweis von Evidenz, Nutzen und Wirtschaftlichkeit bei digitalen Medizinprodukten der Risikoklasse 1 und 2a vor allem mit Blick auf die Patientensicherheit verzichtet werden? Herr Dr. Stefani. Viktor Stefani, TU Berlin. Kurze Antwort, nein. Es ist wichtig, dass man den Begriff des positiven Versorgungseffektes genauer definiert und dass dort der gesundheitliche Effekt im Vordergrund steht. Der gesundheitliche Effekt bestimmt letztlich, ob eine digitale Anwendung in die Regelversorgung kommen kann oder nicht. Genauso wie ich bei analogen diagnostischen Verfahren wie dem HIV-Test wissen möchte, wie genau
Testet der, ob ich HIV habe oder ob ich nicht HIV habe, möchte ich das natürlich auch genauso wissen bei digitalen Anwendungen, die meine Herzfrequenz messen oder eventuell Hautkrebs erkennen sollen. Neben diesem medizinischen und gesundheitlichen Effekt, der unbedingt betrachtet werden muss, wo ein Auge drauf geworfen werden muss, gibt es natürlich weitere Effekte, die auch eine Rolle spielen. Das sind sozial-ethische Effekte, organisatorische Effekte oder ökonomische Effekte. Diese sonstigen Versorgungseffekte, wie wir sie nennen, können dann das Zünglein an der Waage spielen. Sie können, wenn die medizinischen Effekte der digitalen Anwendung gezeigt haben, dass es nicht unterlegen ist, aber auch nicht besser ist als die analoge Intervention, dafür sorgen, dass diese digitale Anwendung in die Versorgung kommen kann und gegebenenfalls auch eine höhere Erstattung dann ermöglichen. Vielen Dank, Herr Wiegand. Ja, Weigand von Aktionsbündnis Patientensicherheit. Vielen Dank für die Frage. Meine Antwort teilt sich in zwei Teile ein. Einmal in Bezug auf die Risikoklasse 1 und 2a. Da denke ich, dass tatsächlich die Evidenzstufe 3 mindestens angezeigt wäre für die Einordnung. Das heißt also mindestens Kohortenstudie, eine Anwendungsbeobachtung oder ein Einzelfall, ein dokumentierter, ist da sicherlich nicht ausreichend. Zum zweiten Teil, ich sehe es auch als kritisch an, dass tatsächlich Risikoklassen über 2a hinaus nicht mit aufgenommen werden. Allerdings würde ich sagen, dass man hier ein gestuftes Verfahren braucht, das so aussieht, dass man dann mindestens Evidenzstufe 2 anlegt für die Wirksamkeitsnachweise für diese Anwendung. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Bettina Müller. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an den Spitzenverband der Heilmittelverbände. Sie weisen ja in Ihrer Stellungnahme im Zusammenhang mit der Ausweitung der elektronischen Verordnungen und der Anbindung weiterer Leistungserbringer an die TI auf die infrastrukturelle Notwendigkeit der Ausgabe von Heilberufeausweisen hin. Welche Hinweise haben Sie diesbezüglich für uns? Herr Dr. Fadenhauer, Sie haben das Wort. Fadenhauer, Spitzenverband der Heilmittelverbände. Zwei Hinweise hätte ich an der Stelle. Damit Therapeuten im Gesetz stehen, bisher nur Physiotherapeuten, wir würden uns natürlich wünschen, dass alle Heilmittelerbringer an die Telematikinfrastruktur angeschlossen werden können, benötigen wir zwei Komponenten, die den Zugang überhaupt ermöglichen. Das eine ist der elektronische Heilberufeausweis, der vom elektronischen Gesundheitsberuferegister ausgegeben werden soll. Dieses Register müssen die Länder einsetzen. Es ist aber allerdings derzeit überhaupt nicht in Sicht, dass der dafür erforderliche Staatsvertrag ratifiziert wird. Insofern ist davon auszugehen, dass bis 2021 an keinem Gesundheitsfachberuf ein elektronischer Heilberufeausweis ausgegeben werden kann. Das zweite Problem, das wir sehen, ist, dass die Ausgabe der SMCB-Karten bisher überhaupt nicht geregelt ist. Denn das elektronische Gesundheitsregister soll diese Ausweise wiederum nicht ausgeben. Und sie sind aber die Grundvoraussetzung dafür, dass eine Praxis überhaupt auf die TI zugreifen kann. Insofern würden wir uns hier idealiter wünschen, dass im DVG eine gesetzliche Regelung gefunden wird, wer für die Ausgabe der SMCB-Karten zuständig ist und wie der entsprechende Ausgabeprozess gestaltet werden kann. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Stamm-Fiebig. Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an den Einzelsachverständigen Dr. Stefani. Herr Dr. Stefani, Sie beschäftigen sich derzeit im Auftrag des BMG wissenschaftlich mit der Frage einer Integration von digitalen Gesundheitsanwendungen in die GKV-Regelversorgung. Geben Sie uns bitte einen knappen Sachstand, welche grundsätzlichen Schritte, Schlüsse mit Blick auf den Nachweis des Nutzens von Anwendungen zeichnen sich ab. Herr Dr. Stefani. Viktor Stefani, TU Berlin. Seit März diesen Jahres sind wir mit diesem Projekt beauftragt worden. Unterauftragnehmer sind die Unternehmensberatung FBETA GmbH und die Rechtsanwaltskanzlei D+B. Wir haben verschiedene Aufgaben und Arbeitspakete innerhalb dieses Projektes. Unter anderem haben wir eine Klassifizierung für digitale Anwendungen aufgebaut, wie ein digitales Gesundheitsanwendungsverzeichnis aussehen könnte, wie Anforderungen an den Nachweis der positiven Versorgungseffekte aussehen können und geplant ist noch auszuloten, wie Preisverhandlungen aussehen könnten und wie die Preisgestaltung von digitalen Anwendungen aussehen kann. Diese Ideen und Konzepte, die wir entwickeln, haben wir auf Grundlage von internationalen Recherchen natürlich gemacht. Das NICE spielte eine große Rolle.
mit Expertengesprächen. Wir sind intensiv im Austausch mit dem BfArM, aber auch mit anderen relevanten Akteuren. Ich erkenne hier auch ein paar Gesichter wieder. Und wir validieren diese Ergebnisse immer in Workshops. Wir hatten bisher 2 Workshops im BMG, im Juni und im September. Der nächste Workshop ist in 2 Wochen im BMG, wo wir Experten aus der Selbstverwaltung, aber auch aus der Wirtschaft, Startups, Health Innovation Hub, BMG, BfArM einladen und nach deren Input fragen. Und bisher sind unsere Ergebnisse sehr positiv aufgenommen worden. Und wir erweitern unsere Konzepte immer und versuchen da ein Spagat zu schaffen zwischen der Agilität der Herstellerwelt und den Grundregeln der evidenzbasierten Medizin. Und ich habe ja schon gesagt, wir teilen die Versorgungseffekte in 2 Gruppen ein. Es gibt den Haupteffekt, der ist gesundheitlich, der muss immer gezeigt werden. Es muss immer gezeigt werden, was für einen Effekt die digitale Anwendung auf die Gesundheit des Einzelnen oder der Einzelnen hat. Und dann gibt es die sonstigen Versorgungseffekte. Und neben dem, was gemessen werden soll und was gezeigt werden soll, ist auch die Frage, wie es gezeigt werden soll. Und da ist immer das Schreckgespenst der randomisiert kontrollierten Studie im Raum, die natürlich nicht überall notwendig ist. Und da ist es wichtig zu differenzieren bei digitalen Anwendungen. Und dass nicht überall ein RCT notwendig ist, ist klar. Je nach Vulnerabilität und nach Funktion der digitalen Anwendung, das sind die beiden Dimensionen, nach denen man das richten sollte, kann man dann bestimmen, was für ein Studiendesign notwendig ist, um zu zeigen, wie gut diese digitale Anwendung ist. Wir haben mit Realitätschecks immer geprüft, ob unsere Vorstellungen und unsere Vorschläge auch funktionieren würden. Und in Gesprächen mit Startups haben wir auch festgestellt, das ist möglich, was wir fordern oder was wir vorschlagen. RCTs geht auch. Wir haben ein Berliner Startup, das relativ bekannt ist, hat mir letzte Woche erzählt, dass sie derzeit 3 randomisiert kontrollierte Studien mit der Charité planen und das Budget ist rund 100.000 Euro. Also es ist möglich, höhere Anforderungen auch an die digitalen Anwendungen zu stellen. Im Weiteren des Projektes haben wir auch Vorschläge gemacht, wie man mit den kurzen Release-Zyklen von digitalen Anwendungen umgehen kann, wie man mit KI umgehen kann, wie man mit so einer Post-Market-Surveillance, also dem Monitoring von digitalen Anwendungen, auch verfahren könnte. So viel dazu. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Claudia Moll. Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an die Bundespsychotherapeutenkammer. Und zwar folgende. Sie plädieren in Ihrer Stellungnahme zwingend dafür, die Verordnung von digitalen Gesundheitsanwendungen durch Ärzte, Ärztinnen und Psychotherapeutinnen mindestens durch eine Richtlinie des GBA zu regeln. Bitte begründen Sie uns diese Handlung. Vielen Dank, Herr Dr. Melkop. Nikolaus Melkop, Bundespsychotherapeutenkammer. Ja, die Aufgabe des GBA ist es, die gesetzlichen Kriterien zur Inanspruchnahme und Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen verbindlich zu konkretisieren und damit die Standards für die Gesundheitsversorgung zu setzen. Und es gibt keinen Grund, diese gesetzliche Aufgabe des GBA an dieser Stelle auszusetzen und allein auf die Aufnahme in das Verzeichnis des BfArM abzustellen. Im Gleichklang mit den Richtlinien zur Verordnung von Hilfsmitteln sollte der GBA auch das Nähere zur Verordnung von digitalen Gesundheitsanwendungen regeln. Mit den Richtlinien ließe sich regeln, für welche Patienten, in welchem Umfang und in welcher Frequenz Anwendungen verordnungsfähig sind. Und vielleicht noch einen Satz zu der Frage der Verordnung von digitalen Gesundheitsanwendungen von Ärztinnen und Ärzten. Das scheint mir ganz, ganz wichtig, dass hier tatsächlich das eingehalten wird, weil nur Ärztinnen und Psychotherapeuten sind in der Lage, eine Indikation zu stellen, weil sonst eine Patientengefährdung im Raum steht. Gerade bei psychischen Erkrankungen können die Gesundheitsanwendungen tatsächlich dazu dienen, Behandlungen zu intensivieren, Behandlungserfolge zu stabilisieren, auch psychische Erkrankungen zu vermeiden. Und selbst gute Apps könnten hier gegebenenfalls Schaden anrichten, wenn die nicht entsprechend zielgerichtet eingesetzt werden. Vielen Dank, Herr Heidenblut. Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an den Einzelsachverständigen Herrn Spiller und an den GKV-Spitzenverband.
unter Bezugnahme auf die Stellungnahme auch des DGB können Ihrer Meinung nach bei der derzeitig geplanten Ausgestaltung des Paragraphen 134 Missbrauchstendenzen im Rahmen der freien Preisbildung im ersten Jahr ausgeschlossen werden oder könnte es zu verdeckter Wirtschaftsförderung für Start-ups mit Beitragsmitteln kommen? Vielen Dank, Herr Spiller. Ja, vielen Dank für die Frage. Kurze Antwort auf erste Frage nein, zweite Frage ja. Im Einzelnen, die geplante Ausgestaltung des Paragraphen 134 nimmt große Risiken für die Versicherten und ihre durch die GKV verwalteten Beitragsmittel in Kauf. Das betrifft erstens die Absicht, dass Vergütungen von Gesundheitsanwendungen im ersten Jahr nach den Preisen der Hersteller vergütet werden. Während dieses Zeitraums, das haben wir ja heute schon einige Male gehört, gibt es aller Wahrscheinlichkeit nach keine belastbaren, evidenzbasierten Nutzenfeststellungen der zugrunde gelegten Anwendungen. Was die Versicherten also potenziell von einer solchen Anwendung haben, ist während dieser Zeit wissenschaftlich noch völlig ungeprüft. Trotzdem sollen die von den Herstellern festgelegten Preise durch die Krankenkassen bereits erstattet werden. Dieses Prinzip wäre, da wir hier letztlich über die Verwendung von Beitragsmitteln sprechen, kaum als treuhänderisch zu bezeichnen. Es wäre darüber hinaus sinnbildlich übertragen auf die Preisbildung für nicht digitale Anwendungen und Leistungen auch prinzipiell kaum nachvollziehbar. Das gilt insbesondere, da § 134 Mechanismen vermissen lässt, mit denen eine langfristige Vergütung der Anwendungen auf Basis der Herstellerpreise vermieden wird. Herstellerseitig könnte ja nach den vorgeschlagenen Regelungen eine bestehende Anwendung einfach in einen neuen Produktzyklus überführt werden, womit dann wieder dieses Jahr von vorne beginnt. Wir vermissen hier also einen konkreten Schutzmechanismus, um das auszuschließen. Es empfiehlt sich außerdem der Blick darauf, dass die Kosten der Hersteller für digitale Gesundheitsanwendungen monolithisch entstehen. Die ergeben sich also nicht aus den Anwenderzahlen. Die Vergütung hingegen erfolgt Nutzerzahlen oder kann nutzerzahlenbezogen erfolgen. Solche Skalierungsvorteile werden noch verstärkt durch die vorgesehene Erfolgsabhängigkeit der Anwendungsvergütung. Eine begründbare erfolgsabhängige Vergütungssystematik würde aber voraussetzen, dass der qualitative Vorteil der Anwendung gegenüber der Standardbehandlung langfristig nachgewiesen wird. So eine Verpflichtung sehe ich in dem Vorschlag auch nicht. Auf dieser Grundlage ist der im Gesetzesvorschlag enthaltene Ansatz, die Preisbildung für digitale Gesundheitsanwendungen analog zur bestehenden Systematik für neue Arzneimittel gestalten zu wollen, nicht angemessen. Die dafür geltenden Marktcharakteristika auf digitale Gesundheitsanwendungen zu übertragen, bedeutet ein völlig anders gelagertes Geschäftsmodell der Digitalwirtschaft, das auf kurzen Produktzyklen und im Vergleich geringeren Investitionen beruht, mit der Freiheit einer kaum regulierten Preisbildung zu verbinden. Abschließend sei nochmal festgestellt, dass auch die Konstruktion einer Schiedsstelle zur Bildung von Rahmenverträgen dieses Strukturproblem nicht lösen wird. Die gesetzlichen Krankenkassen stehen zuallererst den Versicherten gegenüber in der Pflicht, ihre Beitragsmittel für wirksame und kostenbegründete Anwendungen und Produkte zu verwenden. Diese Pflicht muss als Letztentscheidungsrecht insbesondere bei begründeten Zweifeln an der Wirksamkeit durch die GKV erfüllt werden können. Die vorgesehene Schiedsstelle degradiert diese Pflichttragung jedoch letztlich zum ins Benehmen gesetzt werden. Es bleibt also nicht nachvollziehbar, dass digitale Gesundheitsanwendungen von vor der evidenzgebundenen Festlegung einer Vereinbarung bereits vergütet werden sollen. Vielen Dank, Frau Dr. Pfeiffer. Vielen Dank, Pfeiffer, GKV Spitzenverband. Wir haben es ja auch dank Ihrer Gesetzgebung sehr erfolgreich geschafft, im Arzneimittelbereich das Problem der Scheininnovationen halbwegs wegzukriegen, indem wir eben mit der Nutzenbewertung, der Zusatznutzenbewertung im GBA und der darauf basierenden Preisvereinbarung es geschafft haben, sicherzustellen, dass hier nicht Mondpreise für Arzneimittel gezahlt werden müssen, die keinen zusätzlichen Nutzen bringen. Wir sehen hier die große Gefahr mit der neuen Regelung für die digitalen Anwendungen. Zum einen deswegen, weil die Zulassungsregelungen bei den Arzneimitteln ja sehr viel schärfer sind als das, was wir jetzt hier haben. Das heißt also, die Voraussetzung dafür, dass die Arzneimittel im ersten Jahr noch ihren Einstandspreis bezahlt bekommen, was wir auch nicht gut finden, aber ist noch mal eine andere als hier bei diesen digitalen Anwendungen. Zusätzlich haben wir das Problem hier, dass von positiven Versorgungseffekten die Rede ist. Das ist ein völlig unbestimmter Begriff. Das heißt also, wir wissen überhaupt nicht, was darunter zu verstehen sein wird, das also zu überprüfen. Und wenn wir dann die Situation haben, dass nach einem Jahr kein Ergebnis erreicht wird, dann ist das Geld weg. Die Versichertengemeinschaft wurde dann eben entsprechend belastet und der Anbieter kann dann mit einem neuen Produkt wieder neu anfangen. Also das sehen wir als sehr großes Risiko an.
Vielen Dank. Die SPD hat für die nächste Runde eine halbe Minute gut. Das Fragerecht geht jetzt über an die AfD-Fraktion. Herr Spangenberg. Ja, vielen Dank. Meine Frage geht zuerst an die Kassenärztliche Bundesvereinigung, an Dr. Hofmeister und an den GKV-Spitzenverband, Frau Dr. Pfeiffer. Und zwar folgendes: Die Bundesärztekammer und der Bundesrat kritisieren das Recht der Krankenkassen zur Genehmigung digitaler Gesundheitsanwendungen als Alternative zur ärztlichen Verordnung dieser Anwendungen. Dabei wird darauf hingewiesen, dass die Vorschrift zu einer Beeinträchtigung der Therapiefreiheit führe und dass neue Arzthaftungsfragen im Raum stünden. Frage: Wie bewerten Sie diese Möglichkeit, dass die Krankenkassen Gesundheitsanwendungen als Alternative zur ärztlichen Verordnung genehmigen dürfen? Herr Dr. Hofmeister. Herr Hofmeister, Kassenärztliche Bundesvereinigung. Wir würden das gerne trennen. Also grundsätzlich ist die Versorgung der Versicherten und die ärztliche Betreuung Sache der Ärzte und Psychotherapeuten ganz klar. Die Krankenkassen sind heute schon, und das auch zu Recht, tätig im Bereich der Prävention, der Aufklärung. Ich glaube, das kann man auch im elektronischen Bereich so leben und machen. Wir würden uns energisch dagegen verwehren, dass wir verpflichtet werden, Applikationen digitaler Art sowie auch andere Eingriffe in die Therapie hinnehmen zu müssen im therapeutischen Binnenverhältnis zwischen Arzt und Patient. Und wenn man die Trennung einhält, glaube ich, kann beides gemacht werden. Aber die gesetzlichen Krankenkassen sollten natürlich nicht die Therapiehoheit plötzlich durch die Hintertür bekommen über die Digitalisierung. Da würden wir uns sehr energisch dagegen verwehren. Vielen Dank, Frau Dr. Pfeiffer. Ja, vielen Dank, Pfeiffer, GKV Spitzenverband. Ich glaube, an der Stelle ist noch mal wichtig zu betonen, dass es sich bei den digitalen Anwendungen ja nach dem, ich sag mal, konventionellen Recht der GKV um ganz verschiedene Anwendungen handeln kann. Ich hatte das in anderem Zusammenhang schon über die Zugangswege gesprochen. Also es geht teilweise um neue Methoden, nur ganz wenig. Die würden über den GBA eingeführt. Es gibt aber auch Anwendungen, die in den Verhandlungen mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung oder Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung eingeführt. Es gibt aber auch zum Beispiel Hilfsmittel, die über die GKV-Entscheidung eingeführt werden. Und an der Stelle sind wir da auch konform mit dem, was die Kassenärztliche Bundesvereinigung sagt. Es geht jetzt nicht darum, dass die Kassen hier Behandlungen steuern, sondern es geht darum, wenn eine zum Beispiel bekannte Diagnose da ist, dass dann das Management unterstützt wird, wie das heute beispielsweise bei den DMPs passiert, also wo man dann eine Unterstützungsleistung fährt, die zu der Behandlung durch den behandelnden Arzt dann auch passt. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Herr Schneider. Danke, Herr Vorsitzender. Meine Frage richte ich an Herrn Butz von der Bundesärztekammer und Herrn Beckers von der Deutschen Gesellschaft für Telemedizin. Nach dem Gesetzentwurf sollen Telekonsilien in größerem Umfang ermöglicht und auch vergütet werden. Das heißt also auch, die Inanspruchnahme von Videosprechstunden soll vereinfacht werden. Laut dem Büro für Technikfolgenabschätzung des Deutschen Bundestages zeigen jetzt aber unterschiedliche Untersuchungen, dass diese telemedizinischen Anwendungen sich noch nicht unbedingt so noch keinen wirklichen Eingang in die medizinische Versorgung gefunden haben. Und das ist wohl nicht nur ein deutsches Problem, sondern das sieht man wohl international. Es scheint dort also irgendwelche Barrieren zu geben. Und meine Frage jetzt an die beiden angesprochenen Herren, wie sehen Sie die Telemedizin in den nächsten 4 Jahren? Welche Entwicklungsmöglichkeiten sind für Sie realistisch? Und wo sehen Sie auch tatsächlich Grenzen der Videosprechstunde? Herr Butz, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Butz, Bundesärztekammer. Telemedizin hat durchaus großes Potenzial, insbesondere hochspezialisierte medizinische Expertise auch in die Fläche zu bringen. Wir kennen das in einzelnen Projekten und in die Regelversorgung überführten Modellen, beispielsweise bei der Behandlung von Schlaganfällen. Tempest ist da so ein Schlagwort, oder auch von Herzkrankheiten, beispielsweise Partnership for the Heart. Die wirken, diese Programme. Man merkt aber auch, dass sie noch lange nicht flächendeckend ausgebreitet sind. Es gibt durchaus Unterschiede in der Behandlungs- und Versorgungsqualität und Dichte, auch in diesen Bereichen. Telemedizin hat durchaus hohes Potenzial, und die Frage, warum setzt sich das nicht mehr durch, ist eine Frage, die sich zurechtgestellt wird. Es geht hier um eine Verbesserung der Versorgungsqualität, und ich denke, hier macht sich insbesondere der Mangel an einer Versorgungsstrategie bemerkbar, dass es quasi den Beteiligten unterliegt, diese Dinge anzunehmen und umzusetzen und einzuführen oder eben nicht auf Landesebene umzusetzen oder einzuführen. Also Frage, welche Versorgungsziele haben wir denn mit der Digitalisierung? Haben wir denn mit Telemedizin? Diese Frage
wird nicht gestellt. Diese Frage wird nicht vom Gesetzentwurf adressiert. Diese Fragen sollten jedoch im Mittelpunkt einer digitalen Versorgungsstrategie stehen. Wir brauchen hier ein messbares Zielbild und dieses Zielbild sollte nicht messen, wie viele Apps heruntergeladen wurden, sondern die sollten eine Verbesserung des medizinischen Outcomes messen. Und all diese Fragen scheinen in diesem Gesetzentwurf eine messbare Qualitätsverbesserung zu erreichen, keine Rolle mehr zu spielen. Danke. Vielen Dank, Herr Beckers. Rainer Beckers von der Deutschen Gesellschaft für Telemedizin. Vielen Dank für die Frage, die sich ja nicht auf die Telemedizin als solches richtete, habe ich zumindest nicht so verstanden, sondern auf die Videosprechstunde als eine konkrete Anwendung, um es kurz zusammenzufassen. Wir sehen das auch so, dass die Videosprechstunde kaum Eingang in die Regelversorgung gefunden hat. Die Deutsche Gesellschaft für Telemedizin führt das aber ganz wesentlich auf die unzureichenden bisherigen Regelungen, die ja durch das E-Health-Gesetz auch ausgelöst wurden, zurück. Sprich vor allen Dingen die zurückhaltende Vergütungsmöglichkeit. Und wenn eine Leistung nicht abrechnungsfähig ist, dann glaube ich, ist es auch nachvollziehbar, dass die Ärzteschaft sie nicht einsetzen kann, auch wenn sie möchte. Das hat sich aber jetzt geändert. Sie sprachen von den Grenzen der Videosprechstunde. Angesichts der noch dosierten Anwendung der Videosprechstunde in der Regelversorgung sind wir, bitte erlauben Sie mir das, von den Grenzen der Videosprechstunde noch sehr weit entfernt. Aber ich glaube, es ist nachvollziehbar, die Videosprechstunde dient ja im Grunde genommen der Überwindung des Präsenzprinzips in der Medizin. Und da, wo das Präsenzprinzip medizinisch indiziert und notwendig ist, natürlich zum Beispiel bei körperlichen Untersuchungen oder man weiß auch, dass für das Arzt-Patienten-Verhältnis und auch für die nachfolgende Therapie sozusagen das taktile Element durchaus seine Bedeutung hat. Da ist das selbstverständlich, dass in der Verantwortung letztlich auch des Arztes hier die Grenzen dieser Methode dann auch bewertet werden müssen im Einzelfall. Und das wird ja auch so sein. Dankeschön. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Herr Spangenberg. Ja, meine Frage geht an Dr. Melkop, die Bundespsychotherapeutenkammer. Der Bundesrat schlägt in seiner Beschlussfassung zum vorliegenden § 33a des Gesetzes vor, hinten nach dem Wort Arztes auch die Wörter Psychotherapeuten und so weiter einzufügen. Die Frage lautet nun, können Sie uns schildern, welche Potenziale digitale Gesundheitsanwendungen in Zukunft bei der Behandlung psychisch erkrankter Menschen haben können und auf der anderen Seite, welche Gefahren heute bereits aus Ihrer Sicht und aus Patientensicht damit verbunden sein könnten. Herr Dr. Melkop. Ja, Nikolaus Melkop, Bundespsychotherapeutenkammer. Ja, die Bundespsychotherapeutenkammer begrüßt es grundsätzlich auch aus unserer Sicht, dass digitale Gesundheitsanwendungen in die Regelversorgung aufgenommen werden sollen. Digitale Anwendungen können gerade psychische Behandlungen intensivieren, Behandlungserfolge stabilisieren und dazu beitragen, psychische Erkrankungen zu vermeiden. Für psychische Erkrankungen gibt es bereits eine ganze Reihe evaluierter digitaler Anwendungen, die es Patienten ermöglichen, flexibel und selbstständig an ihren psychischen Beschwerden zu arbeiten und mit ihrem Psychotherapeuten besprochene Strategien im Alltag einzuüben. Also deswegen ist es, wie auch da angemerkt, ganz wichtig, dass Psychotherapeuten diese auch verordnet können. Das sollte im Gesetz ganz klar geregelt werden. Und wir begrüßen ausdrücklich, dass das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte ein Verzeichnis hier führen soll. Es sollen aber dann doch nur solche, und aus unserer Sicht ist es besonders, Sie haben ja vorhin Ausführungen dazu gemacht, nur solche Anwendungen aufgenommen, deren Wirksamkeit auch nachgewiesen ist. Wie schon mehrfach gesagt wurde, dieser Begriff positive Versorgungseffekte ist unzufriedenstellend. Gerade in unserem Bereich sind patientenrelevante Endpunkte durch kontrollierte Studien nachzuweisen. Das erscheint uns besonders wichtig, wie vorhin schon gesagt. Wenn eine App nicht wirkt, müssen wir hier auch einen Schaden befürchten bei Patienten, die große Hoffnungen in diesem Bereich gesetzt haben. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Herr Schneider.
Danke sehr. Meine Frage richtet sich an Herrn Weigand vom Aktionsbündnis Patientensicherheit. Ihr Verband regt an, dass Patienten nicht nur das Recht auf digitale Anwendungen erhalten, sondern auch dazugehörige Schulungen, Lehr- und Unterstützungsangebote erhalten. Von wem sollen die angeboten werden und läuft das Ganze dann nicht ein bisschen Gefahr, dass es zu Werbeveranstaltungen verkommt oder wie wollen Sie dagegen ansteuern? Herr Weigand. Ja, vielen Dank. Ich glaube, dass es zweierlei Schulungen geben muss. Einmal Schulungen, die sich an Patienten richten und einmal Schulungen, die sich aber auch an alle Gesundheitsberufe richten muss. Denn auch Ärzten, Pflegern und so weiter ist die digitale Gesundheitskompetenz nicht in die Wiege gelegt. Das heißt, für Patienten könnte ich mir gut vorstellen, dass die Krankenkassen Angebote machen, so wie es ja derzeit auch schon diverse Angebote seitens der Krankenkassen für Patienten gibt, auch digitale Angebote. Und hier könnte ich mir vorstellen, dass man auch gerade ältere Patienten etwas mehr unterstützen muss, damit sie eben in den Genuss von digitalen Anwendungen kommen können, weil gerade die multimorbiden Patienten dann oft von zum Beispiel einer elektronischen Patientenakte profitieren würden, aber vielleicht den Zugang ohne eine solche digitale Gesundheitskompetenz nicht erhalten würden. Vielen Dank, Herr Spangenberg. Ja, meine Frage geht ebenfalls an Herrn Weigand von Patientensicherheit. Sie weisen in Ihren Anmerkungen auf Seite 8 zu 92a darauf hin, dass die durch den Gesetzentwurf im Vergleich zu früher reduzierte Summe der Gelder ab 2020 für die Versorgungsforschung sehr niedrig sei. Könnten Sie diese Einschätzung anhand konkreter Beispiele darlegen, also wofür genau dieses Geld aus Ihrer Sicht fehlen wird? Herr Weigand. Ja, vielleicht ist unsere Sicht genau andersrum, dass wir sagen, warum sollte jetzt eine Kürzung erfolgen und warum wird nicht an der bisherigen Finanzierung festgehalten? Aus unserer Sicht hat sich das bewährt. Vielen Dank. Nächste Frage stellt Herr Schneider. Meine Frage richtet sich anschließend an die vorherige Frage an den GKV-Spitzenverband. Inwiefern teilen Sie diese Ansicht des Aktionsbündnisses Patientensicherheit, dass durch den Gesetzentwurf im Vergleich zu früher diese reduzierte Summe für die Versorgungsforschung nun unter Umständen zu niedrig sei? Frau Dr. Pfeiffer. Pfeiffer, GKV-Spitzenverband. Wir haben in den vergangenen Jahren schon erhebliche Summen hier für die Versorgungsforschung finanziert. Das war und ist auch gut so. Wir sehen aber an der Stelle auch nicht die Notwendigkeit. Das war ja ursprünglich ein befristetes Projekt mit dem Innovationsfonds. Das wird jetzt fortgeführt und da haben wir durchaus nachvollziehbare Argumente dafür, dass das jetzt nicht in dem bisherigen Umfang fortgeführt wird. Vielen Dank. Nächste Frage kommt von Herrn Spangenberg. Die Frage geht an Herrn Butz, Bundesärztekammer. Sie schlagen in Ihrer Stellungnahme die Etablierung einer bundesweiten Erprobungsregion für digitale Anwendungen vor. Was können wir uns unter einer solchen bundesweiten Erprobungsregion vorstellen? Herr Butz. Butz, Bundesärztekammer, vielen Dank. Digitale Anwendungen, das haben wir jetzt heute mehrfach gehört, müssen belegen, dass sie primär erstmal keinen Schaden anrichten, sondern schön wäre es ja, wenn sie auch noch Nutzen stiften, sprich die Versorgung verbessern würden. Dies gilt für Anwendungen der Telematikinfrastruktur wie eine Patientenakte oder andere Anwendungen, genauso wie für medizinische Apps. Hierzu ist dann im jeweiligen Falle eine Art von Erprobung notwendig. Ich muss ja untersuchen, kann ich Schaden ausschließen, kann ich Nutzen belegen. Für eine Erprobung brauche ich ein Patientenkollektiv, ich brauche bereite, teilnehmende Ärzte, andere Leistungserbringer, ein oder mehrere unterstützende Krankenkassen. Ich brauche eine begleitende Evaluation. Das Ganze muss auch noch gemanagt werden. Ich muss die Menschen führen, die hier zusammen dieses Projekt starten. Dieses Setting ist eigentlich für jede Erprobung notwendig. Wenn ich jetzt einen App-Hersteller mit diesen Anforderungen konfrontiere, errichte ich eine prohibitiv hohe Hürde, um überhaupt diesen Weg zu gehen, seine App möglichst auf einem Fast-Track in die Versorgung zu überbringen. Und die Idee ist, eine solche Erprobung effizient durchführen zu können. Aus diesem Grund schlägt die Bundesärztekammer eine etablierte Erprobungsregion mit etablierten Wegen, mit etablierten Ansprechpartnern, mit Partnern, die bereit sind, an diesen Projekten mitzuarbeiten. Damit würde man den Entwicklern digitaler Anwendungen verlässliche und dauerhafte Rahmenbedingungen für die Erprobung zur Verfügung stellen. Die Transaktionskosten pro Erprobung, pro Evaluation, pro Nutzenbeleg würden deutlich geringer werden. Und die Erprobungen selber sollten und könnten schneller durchgeführt werden. Einen positiven
ich sage jetzt mal, positiven Kollateraleffekt könnte man dadurch erreichen. Das ist ja vorhin auch schon mal angesprochen worden, wenn ich als App-Hersteller 12 Monate lang herstellerseits Preise festlegen kann, bin ich dann wirklich potenziell daran interessiert, nach 24 Monaten Nutzen belegt zu haben. Ich könnte ja schon ein Geschäftsmodell entwickeln, dass ich alle 20 Monate etwas Neues in diesem Bereich einführe, ohne langfristig an einem Nutzenbeleg interessiert zu sein. Da würde ich sehr, sehr schnell merken, ob ein Anbieter mit digitalen Anwendungen sich wirklich um einen Nutzenbeweis bemüht, ob er wirklich diesen Weg gehen will, wenn ich quasi diesen Kanal über eine Dienstleistung anbieten würde, eben über eine bundesweite Erprobungsregion, die zur Verfügung gestellt wird. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Fragerecht geht jetzt an die FDP-Fraktion über Frau Aschenberg-Duknus. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage richtet sich an den Einzelsachverständigen Herrn Professor Schröder. Herr Schröder, glauben Sie, dass der Schutz der Daten, insbesondere aus Sicht des Patienten, ausreichend in diesem Gesetzentwurf Geltung findet? Herr Professor Dr. Schröder. Dominik Schröder von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Vielen Dank für die Frage. Nein, der Meinung bin ich nicht und ich möchte das gerne in 2 Punkten begründen und beantworten. Zunächst einmal der erste Punkt, denke ich, dass die Patienten Recht haben, über ihre Daten zu entscheiden. Sie sollten sagen, was passiert damit, wie passiert das? Und das sollte sich im Gesetzentwurf meiner Meinung nach auch wiederfinden. Das habe ich an der Stelle nicht gesehen. Das heißt, insbesondere wenn beispielsweise ethische Bedenken vorliegen, sollte ein Patient die Möglichkeit haben, von Studie zu Studie zu entscheiden, meine Daten dürfen benutzt werden oder nicht. Das zweite größere Problem sehe ich insbesondere in der Umsetzung, wie das hier gemacht wird. Es wird immer von pseudonymisierten und anonymisierten Daten geredet und jeder ist der Meinung, wenn er anonymisiert steht, dass das auch so ist. Aber es gibt viele Beispiele aus der Kryptographie und der IT-Sicherheit, wo wir wunderbar zeigen konnten, wie wir die Daten de-anonymisieren können. Das geht wirklich wunderbar. Warum machen wir das dann also? Das kann ich nicht nachvollziehen. Stattdessen bin ich der Meinung, wir sollten lediglich auf verschlüsselten Datenberechnungen durchführen. Und das funktioniert. Wir sind in der Forschung durchaus schon so weit. Ein Beispiel, um Ihnen zu zeigen, wie weit wir da eigentlich sind. Es gibt ein Projekt, das ich gemeinsam mit Medizinern aus der Universität Heidelberg durchgeführt habe, wo wir auf genetischen Daten berechnen. Warum genetische Daten? Es sind die kritischsten Daten überhaupt und es sind auch unheimlich große Daten. Und wir konnten zeigen, dass der Patient über die Verwendung einer einzelnen App jede Berechnung auf den Daten freigeben kann. Das heißt, in der Technik sind wir durchaus an der Stelle, dass wir diese mangelhafte Technik von der Anonymisierung und Pseudonymisierung nicht mehr benötigen. Wir können die Berechnung auf verschlüsselten Daten durchführen. Zuletzt würde ich mir ehrlich gesagt wünschen, wenn man sich den Paragraph 68a anschaut, gut, ich bin kein Jurist, vielleicht habe ich den nicht genau verstanden, hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass explizit auch Fördermöglichkeiten im Bereich der IT-Sicherheit da aufgeführt werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Aschenberg-Duknus. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine zweite Frage geht ebenfalls an Herrn Professor Schröder. Sind Sie der Meinung, dass der Spitzenverband Bund der Krankenkassen aus Sicht der IT-Sicherheit als Datensammelstelle geeignet ist? Vielen Dank. Herr Professor Dr. Schröder. Dominik Schröder von der Friedrich-Alexander-Universität. Vielen Dank für die Frage. Ich persönlich sehe das als sehr schwierig an und möchte das ebenfalls in 2 Punkten begründen. Der erste Grund ist, dass die Daten von unschätzbarem Wert sind. Und insbesondere die Verknüpfung der Daten wird uns wahrscheinlich Möglichkeiten eröffnen, die wir heutzutage noch gar nicht erahnen können. Dementsprechend bin ich der Meinung, dass man diese Daten von einer unabhängigen Stelle managen und verwerten sollte, die eben keinerlei finanziellen Interessen verfolgt, sondern insbesondere sich wieder mal um die Daten der Patienten kümmert. Ich möchte auch gerne mal darlegen, dass Sie einfach mal eine Vorstellung haben, wie schwierig das ist, diese Daten überhaupt zu schützen. Viele denken, wenn man sagt, wir sprechen von sicher, die Daten sind sicher und Punkt. Dieser Begriff ist aber überhaupt nicht so statisch, wie man ihn annimmt. Das heißt, im ersten Schritt müsste man sich erstmal überlegen, was ist denn ein geeignetes Sicherheitsmodell? Was sind die Schutzziele, die wir verfolgen? Und diese Frage ist überhaupt nicht trivial. Die ist hochgradig kompliziert. Sie hängt davon ab, was kann der Angreifer in der Praxis wirklich tun und was können wir von kryptografischer Seite in der Tat auch wirklich schützen. Das heißt, wenn die Schutzziele wirklich verstanden sind, das muss man natürlich auch formal machen, damit man auch versteht, was man schützen will, muss man im zweiten Schritt sich überlegen, wie kann ich das sicher umsetzen. Und das ist nicht so, dass eine Verschlüsselung eine Verschlüsselung ist, die hat unterschiedliche Charakteristika.
Das heißt, wenn wir eigentlich die Sicherheitskomponenten miteinander kombinieren, also A ist sicher und B ist sicher, ist überhaupt nicht klar, dass die Kombination aus A und B nach wie vor sicher ist. Aber genau darum geht es. Das müssen wir ebenfalls analysieren. Diese Ziele, bin ich der Meinung, sollten insbesondere wieder mal durch ein unabhängiges Gremium oder Institution festgelegt werden. Das ist in dem Gesetzentwurf auch nicht vorgesehen. Ich denke auch, dass eine enge Zusammenarbeit mit dem BSI da sinnvoll ist und mit den unterschiedlichen Forschern. Der Grund ist einfach der, die IT-Sicherheit ist ein sehr schnelllebiges Geschäft. Wir finden immer wieder neue Lücken und neue Angriffsmöglichkeiten. Und ich denke, dass es sehr schwierig ist, auch bei den Gehältern, die teilweise gezahlt werden können, Experten da zu kriegen. Im letzten Schritt muss dann die Implementierung verifiziert werden. Das heißt, wir haben einmal das Sicherheitsmodell, wir haben die Komponenten, die beispielsweise durch das BSI festgelegt und zertifiziert werden können. Und im dritten Schritt muss dann die Implementierung durch sogenannte Penetration-Tester überprüft werden. Und jetzt stelle ich Ihnen einfach mal die Frage, ob Sie glauben, dass dieses schwierige Feld, was ich Ihnen gerade beschrieben habe, von dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen wirklich abgedeckt werden kann. Dankeschön. Frau Aschenbeck-Dugnus, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Die nächste Frage geht an die Kassenärztliche Bundesvereinigung. Die KBV hat in ihrer Stellungnahme zum Referentenentwurf des Gesetzes betont, es ist unerlässlich, dass über die elektronische Patientenakte hinaus eine arztgeführte Kommunikation möglich sein soll. Warum ist das aus Ihrer Sicht notwendig? Vielen Dank. Herr Dr. Hofmeister. Herr Hofmeister, Kassenärztliche Bundesvereinigung, vielen Dank für die Frage. Ja, das ist tatsächlich so, dass wir ein bisschen Sorge haben, dass im Rahmen der ganzen Digitalisierung der ursprüngliche generische und vorhandene Weg der Arzt-Patienten-Kommunikation und der Arzt-zu-Arzt-Kommunikation, der heute ja analog stattfindet, per Fax, per Brief, per Telefon, in der digitalisierten Welt untergeht. Es geht also nicht darum, dass die Ärzte eine eigene Akte basteln wollen, sondern es geht darum, dass in unserer jetzt digitalisierten Welt die Kommunikation zwischen den Ärzten für einen Patient in einem Behandlungsfall vernünftig stattfindet, in Echtzeit. Das ist also keine Konteraktion zur elektronischen Patientenakte, kein Konkurrenzprodukt, sondern fast die Urquelle für die elektronische Patientenakte. Und da sehen wir an einigen Stellen, das haben wir auch detailliert aufgeführt, noch Nachbesserungsbedarf, um dort aus Datenschutz und anderen rechtlichen Ecken und Kanten noch herauszukommen, damit das auch in Zukunft weiterhin möglich sein wird, auf Basis von COM-LE im Rahmen der TI, die es schon gibt, also nicht durch ein neues System, das auch im Sinne der Patienten zu gewährleisten. Und das ist die Kommunikation derjenigen, die an einem Behandlungsfall zu einer Zeit gleichzeitig dran sind. Wir sind dringend darauf angewiesen, dass hier unkompromittierte medizinische Fachdaten ausgetauscht werden. Das ist was völlig anderes als das Speichern von Daten in einer elektronischen Patientenakte für den Patienten, die er dann möglicherweise auch verblinden oder, wie Sie es ausgeführt haben, teilweise verblinden kann, was ein gutes Recht ist, was für den aktuellen Behandlungsfall aber ausgesprochen schädlich wäre. Darum geht es uns hier und da regen wir an, dass da ein paar Nachbesserungen gemacht werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Westig. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an den Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste und an die BAG der freien Wohlfahrtspflege, BAGFW. Anders als noch im Referentenentwurf vorgesehen, erhalten die Pflegekräfte weiterhin keinen Zugriff auf die elektronische Patientenakte. Wie bewerten Sie die Streichung der Zugriffsregelung und welche Probleme entstehen, wenn die Pflegekräfte und Einrichtungen keinen Zugriff auf diese Daten haben? Herr Maul. Ja, Herbert Maul vom BPA. Vielen Dank, Frau Westig. Wir hoffen mal, dass das nur ein technischer Fehler ist, weil es wäre natürlich nicht wirklich hilfreich, die Pflegeeinrichtung an die Infrastruktur anzudocken, aber dann die Zugriffsrechte auf die Daten nicht gleichzeitig zu machen. Wir brauchen das, um Prozesse zu optimieren. Dafür brauchen wir natürlich dann auch die Zugriffsrechte, insbesondere später auf die Patientenakte. Und ich will das nochmal am Beispiel erläutern. Was wir brauchen, sind die Sicherheit, dass es sich um vollständige Informationen handelt. Uns hilft ja wenig, wenn dort ein Medikament gespeichert ist, wir uns darauf verlassen und vier weitere Medikamente nicht und wir anschließend nichts anderes als eine doppelte Prüf- und Sorgfaltspflichten haben oder halt ein besonders hohes Risiko. Aber wir gehen mal
davon aus, dass dieser Zusammenhang zwischen Anschluss und Nutzung der Daten dann auch noch hergestellt wird. Alles andere würde keinen Sinn machen. Dankeschön. Vielen Dank. Die nächste Wortmeldung kommt von Frau Dr. Fix. Ja, Elisabeth Fix für die Freie Wohlfahrtspflege. Vielen Dank, Frau Westig, für die Frage. Ja, ich kann hier sehr gut an Herrn Maul anschließen. Auch wir bedauern, dass die Regelungen zur elektronischen Patientenakte, die ja noch im Referentenentwurf enthalten waren und die die Zugriffsrechte für die Pflegekräfte auch geregelt hatten, immer noch nicht vorliegen. Wir hatten uns beim Referentenentwurf auch dafür ausgesprochen, in der Tat die Regelungen, so wie sie dort getroffen waren, aus datenschutzrechtlichen Gründen zu verbessern. Aber wir bedauern, dass der Entwurf noch nicht vorliegt. Und somit ist nicht geregelt, wie die Zugriffsrechte erfolgen können. Wir setzen uns dafür ein, dass die Pflegekräfte volle Schreib- und Leserechte in der elektronischen Patientenakte haben. Die elektronische Patientenakte ist sehr wichtig für die Zusammenarbeit zwischen den Gesundheitsberufen. Wir haben eine Reihe sozusagen von Maßnahmen, die zwischen Ärzten und Pflegekräften, zwischen Krankenhäusern und Pflegekräften, zwischen Pflegekräften und Therapeuten laufen. Und diese Prozesse sozusagen sollten entbürokratisiert werden, sollten beschleunigt werden. Die Digitalisierung kann dazu einen wesentlichen Beitrag leisten. Insofern sozusagen hoffen wir, dass die Regelungen bald vorgelegt werden. Vielen Dank. Frau Aschenberg, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine nächste Frage geht an den PKV-Verband. Haben eigentlich auch PKV-Versicherte einen Erstattungsanspruch bei der Versorgung mit digitalen Gesundheitsanwendungen? Und wie könnte dies klargestellt werden? Vielen Dank. Herr Schaffer. Schaffe meinen Namen für den Verband der privaten Krankenversicherung. Es ist ja so, dass schon seit langer Zeit Unternehmen der privaten Krankenversicherung digitale Gesundheitsanwendungen erstatten. Das hat ja bereits 2016 die vom Bundesgesundheitsministerium unterstützte Charisma-Studie auch schon belegt. Die Möglichkeit allerdings für alle Privatversicherten, einen Anspruch auf Kostenerstattung in diesem neuen medizinischen Versorgungssegment zu begründen, sollte durch einen ausdrücklichen Hinweis auf die mit den digitalen Gesundheitsanwendungen einhergehenden Veränderungen im Gesundheitswesen klargestellt werden. Das würde dann auch mehr Rechtssicherheit herbeiführen. Danke. Vielen Dank, Frau Aschenberg-Dugnus. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine nächste Frage geht an BVITG und lautet: Wie beurteilen Sie die Ausweitung der Befugnisse der Krankenkassen, eigene Investitionen für digitale Anwendungen zu tätigen? Vielen Dank. Herr Zilch. Zilch, BVTG. Vielen Dank. Also grundsätzlich ist es positiv zu bewerten, die Qualität und Wirtschaftlichkeit der Versorgung zu verbessern. Das ist klar. Und die Kooperation der Krankenkassen mit Unternehmen auf Basis marktwirtschaftlicher Prinzipien ist auch prinzipiell zu begrüßen. Vor dem Hintergrund ist es erfreulich, dass es eine Schärfung gab im Gesetzesentwurf, wo eben die Motivation, auch gegebenenfalls eigene Unternehmen zu gründen, bei den Krankenkassen nicht mehr gegeben ist. Es ist auch wichtig, dass natürlich die Krankenkassen, die an Unternehmen beteiligt sind, hier auch weiterhin diskriminierungsfrei gute Lösungen in der Versorgung zulassen, ob sie jetzt daran direkt beteiligt sind oder eben nicht. Allerdings ist auch in diesem Kontext das Verbot der Weitergabe von erhobenen Daten und die daraus resultierenden Evaluationen bedingt zielführend. Wir empfehlen ganz deutlich, dass das Verbot zur Weitergabe von Daten auch an Unternehmen, die durch die Krankenkassen erhoben werden, gestrichen wird. Und dass die Ergebnisse und die Plausibilisierung der erhobenen Daten zum Beispiel im Forschungszentrum zur Verfügung gestellt werden, wie bereits erwähnt. Das kann auch dabei helfen, dass die Anbieter digitaler Gesundheitsanwendungen Nutzenbelege erbringen können. Grundsätzlich nochmal angemerkt, es ist natürlich die originäre Aufgabe und auch die Stärke der Industrie, die Innovationen in das System zu bringen und eben auch innovative Lösungen zu entwickeln. Und das ja auch im Löwenanteil tut. Als Anmerkung dazu möchte ich mir noch erlauben, in der Gesetzgebung der vergangenen Zeit ist immer wieder zu erkennen, dass bestimmte Befugnisse und Kompetenzen der Industrie in Körperschaften des öffentlichen Rechts übertragen werden, was wir aus Industrieperspektive
sehr kritisch sehen und auch hier darauf hinwirken möchten, dass die Finanzbeteiligung von Kassen und die Engagementmöglichkeiten eben nicht dazu führen, dass hier weiterhin Innovations- und Marktpotenzial eliminiert wird. Vielen Dank. Das Fragerecht geht jetzt an die Fraktion Die Linke über und die Frage stellt Dr. Kessler. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage geht an die Einzelsachverständige Frau Dr. Elke Steven. Es ist vor kurzem bekannt geworden, dass die Symptomchecker-App Ada Health personenbezogene Daten ins Ausland übertragen hat. Die Ada Health GmbH ist beispielsweise Kooperationspartner der Techniker Krankenkasse und eines der Aushängeschilder der Anbieter digitaler Gesundheitsanwendungen. Auch andere Anwendungen, wie zum Beispiel die Vivi-App, mit der der Zugang zu den Patientendaten organisiert war, waren sehr einfach anzugreifen. Aus der Sicht sind die digitalen Angebote der gesetzlichen Krankenversicherung bislang datenschutzrechtlich zumindest stark zweifelhaft. Frau Dr. Steven, wie ist das aus Ihrer Sicht gewährleistet, das digitale Versorgungsgesetz, dass solche Angebote künftig nicht mehr Teil der Versorgung durch die gesetzliche Krankenversicherung sein können? Frau Dr. Steven. Elke Steven, Digitale Gesellschaft. Vielen Dank für die Frage. Und die belegt ist ja vor allem auch eine Frage nach der Frage nach dem Datensicherheit und Datenschutz, der gewährleistet werden muss und der im Moment überhaupt nicht gewährleistet ist. Die Frage muss ich eigentlich mit Nein beantworten, aber trotzdem zwei Teile zunächst mal in den Blick nehmen. Das Gesetz gewährleistet leider nicht, weil also zunächst mal wird mit Paragraph 68 gestrichen und somit wird den Krankenkassen diese Möglichkeit genommen, elektronische Gesundheitsakten anzubieten, die im Moment das Problem, vor allem das Problem geboten haben. Das ist folgerichtig, also diese elektronischen Gesundheitsakten nicht mehr anzubieten. Wenn man davon ausgeht, dass tatsächlich die Telematikinfrastruktur das Instrument ist, zur Sicherung der Gesundheitsdaten. Trotzdem gibt es natürlich eine Menge Kritik an der Telematikinfrastruktur, die meines Erachtens berechtigt ist, die sich aber eher darauf bezieht, wie die Umsetzung im Moment erfolgt. Tatsächlich ist das das Instrument, um diesen Datenschutz zu gewährleisten. Mein Nein am Anfang bezieht sich eher darauf, dass mit den Paragraphen 68a und b die Förderung der Entwicklung digitaler Innovationen durch Krankenkassen eingeführt wird und in Paragraph 33a die digitalen Gesundheitsanwendungen eingefügt werden. Und mit dieser Einfügung der digitalen Gesundheitsanwendungen wird eben auch ermöglicht, dass über öffentlich zugängliche digitale Vertriebsplattformen diese Anwendungen zur Verfügung gestellt werden. Und das führt dann genau wieder zu den Problemen, die wir jetzt auch haben. Das heißt, kurz gefasst, drei Punkte. Die Versicherten werden auf App-Stores der großen Digitalplattformen verwiesen. Und damit entstehen schon all diese Fragen und Probleme, die wir bisher in den, bei Ada Health oder Vivi auch hatten. Also Tracking- und Analysedienstleister sind sofort mit im Feld und dadurch werden Daten auch, auch ans Ausland übertragen. Die Versicherten werden ja auch durch diese Aufforderungen dazu verführt, tatsächlich in diesen Dienstleistern zu suchen. Und damit geben sie schon wieder ihre Informationen auch an andere weiter. Und schon die Frage, wenn ich ein Datum oder ein Stichwort eingebe, nach dem ich suche, kann das schon eine sensible Gesundheitsinformation sein. Und als drittes, die Endgeräte, die benutzt werden, also die Smartphones, sind in vielen Fällen unsicher. Die Updates, gerade der Smartphones, erfolgen aber häufig langsam und lückenhaft. In den meisten Fällen werden nach 2 Jahren überhaupt keine Updates mehr zur Verfügung gestellt. Das heißt, die Frage, wie auf diese Daten zugegriffen werden, muss auch in den Blick genommen werden. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Dr. Kessler.
Meine zweite Frage geht an Herrn Jan Kuhlmann von dem Verein Patientenrechte und Datenschutz. Gibt es die Möglichkeit, die Sozialdaten der Krankenkassen, die zu Forschungszwecken genutzt werden sollen, so zu pseudonymisieren, dass sie nicht doch wieder einzelnen Patienten zugeordnet werden können? Herr Kuhlmann, Sie haben das Wort. Danke, Jan Kuhlmann, Patientenrechte und Datenschutz e.V. Vielen Dank für die Frage. Es besteht hier ein echter Interessenkonflikt zwischen dem Forschungsinteresse von Forschern und dem Geheimhaltungsinteresse der Patienten. Denn je besser man die Daten anonymisiert, das heißt, die Verfolgbarkeit der Krankenhistorie unterbricht, desto schlechter sind die Daten natürlich für die Forschung nutzbar. Denn ein Forscher möchte eine Patientenhistorie komplett haben. Aber wenn diese Patientenhistorie komplett sichtbar ist, dann ist auch der Patient wiederum de-anonymisierbar. Das hat Herr Professor Schröder sehr gut vorhin schon dargelegt und das ist einfach so. Bisher hatten wir in Deutschland noch nicht die Situation, dass wie es in den USA und in Großbritannien ist, dass im Monatsrhythmus Datenskandale bekannt werden, dass also Hunderte oder Tausende von Patientendaten in öffentlichen Netzen sichtbar sind oder in die Hände von Unternehmen geraten sind, die sie nicht benutzen durften oder in den Händen von Kriminellen gekommen sind. Aber wenn das, was jetzt hier vorgeschlagen wird, zur Nutzung der Versorgungsdaten in dieser Form gesetzt wird, dann müssen wir damit rechnen, dass das auch in Deutschland der Fall sein wird. Herr Professor Schröder hat sehr gut dargelegt, dass im Grunde genommen die jetzigen Vorschriften zu vage sind und nicht genau genug, um die Daten aus der Versorgungsforschung, die in Zukunft freigegeben werden sollen, wirklich gut zu sichern. Dazu ist es nämlich erforderlich, die Schutzziele im Gesetz genau zu bestimmen, damit diejenigen, die für die Freigabe im Einzelfall zuständig sind, vernünftige Entscheidungen darüber treffen können, ob sie eine bestimmte Nutzung, eine bestimmte Studie ermöglichen oder nicht. Bisher ist es so, dass wirklich Hunderte von möglichen Empfängern schon vorgesehen sind, nämlich alle Universitäten, alle möglichen Spitzenverbände und so weiter. Das kann man sich ja im Gesetz durchlesen, wer das alles ist. Und es gibt relativ geringe Schwelle für die Studien, für die Begründung der Studien für die Sicherheitsaspekte. Das ist im Moment nicht ausreichend geregelt, sodass man sicher davon ausgehen kann, dass in Zukunft Patientendaten aus der Versorgungsforschung de-anonymisiert werden. Vielen Dank, Herr Dr. Kessler. Die nächste Frage geht an Herrn Dr. Stefan Lange vom IQWiG. Wie schätzen Sie die gesetzlichen Vorschriften zur Prüfung von digitalen Gesundheitseinwendungen im digitalen Versorgungsgesetz ein, insbesondere im Vergleich zu anderen medizinischen Interventionen, die von Ihrem Institut ja auf der Grundlage anderer Paragraphen beurteilt werden? Herr Dr. Lange. Ja, vielen Dank. Stefan Lange, Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Wir haben ja auch schon in unserer Stellungnahme deutlich gemacht, dass wir hier doch bestimmte Defizite sehen, was die vorgesehene Evidenzbasierung ist. Oder der Begriff Evidenz taucht ja im Gesetzentwurf bzw. in der Begründung gar nicht mehr auf. Hier werden Fallberichte, Expertenmeinungen, Anwendungsbeobachtungen, Studien oder sonstige valide Daten als hinreichender Nachweis positiver Versorgungseffekte dargestellt. Ich bin ganz froh, dass Herr Stefani vorhin schon sehr viel Passendes dazu gesagt hat, was auch im Bereich digitaler Gesundheitsanwendungen möglich ist und auch möglich sein sollte. Denn auch solche Anwendungen, auch das ist schon zur Sprache gekommen, sind natürlich auch mit erheblichen Risiken behaftet. Mindestens dann, wenn sie nicht wirken und eben nützliche Anwendungen gegebenenfalls verhindern. Oder gar, was ich letztens gelesen habe, ein mobiles EKG bei Herzbeschwerden. Und das eignet sich dann für unklare Symptome, Herzinfarkt, Herzrhythmusstörung, Prävention. Das läuft unter Klasse 2a. Wer ein solches Versprechen macht, muss das natürlich auch entsprechend durch gute Studien belegen. Ich bin ganz froh, dass Evidenzbasierung offensichtlich nobelpreiswürdig ist, wie die Vergabe an die drei Wirtschaftswissenschaftler am Montag ja gezeigt hat. Vielen Dank.
Vielen Dank. Herr Dr. Kessler. Meine voraussichtlich letzte Frage geht an die Bundesärztekammer, an Herrn Norbert Butz. Bislang war laut § 303c auszuschließen, dass Versicherte durch die Datennutzung der Vertrauensstelle, der Datenaufbereitungsstelle und der berechtigten Datennutzer wieder identifiziert werden können. Nun soll die Forschungsdatenstelle das spezifische Reidentifikationsrisiko in Bezug auf die Daten bewerten und unter angemessener Wahrung des angestrebten wissenschaftlichen Nutzens durch geeignete Maßnahmen minimieren. Also das ist eine deutliche Verringerung. Wie bewerten Sie diese Regelung, insbesondere in Bezug auf die Einhaltung der Datengrundschutzverordnung? Herr Butz. Vielen Dank, Butz, Bundesärztekammer. Ich glaube, das ist ein Terrain, in dem wir fortlaufend, ich möchte anknüpfen an Herrn Professor Schröder, fortlaufend Forschungsbedarf sehen und Nachjustierungsbedarf sehen. Also heute eine abschließende Aussage dahingehend zu treffen, dass dann die Rechte des Patienten gesichert sind, wenn diese gesetzliche Vorgabe erfüllt ist, wage ich nicht mitzutragen. Und insofern glaube ich, brauchen wir dort erst mehr Forschungsinvestitionen, um diesen Bereich derartig sicherzugehen, dass Reidentifikationen ausgeschlossen werden. Vielen Dank, Herr Dr. Kessler. Sie können es noch probieren. Dann habe ich noch eine Frage für Herrn Jan Kuhlmann, Patientenrecht und Datenschutz. Wie war bislang für die staatliche Aufsicht der Sicherheit und des Datenschutzes in der Telematik-Infrastruktur zuständig? Und wer ist es jetzt, da die Gematik vom Bundesministerium für Gesundheit übernommen wurde? Welche Vorschläge hätten Sie dazu? Dafür haben Sie eine halbe Minute. Danke. Nochmal. Jan Kuhlmann, Patientenrechte und Datenschutz e.V. Bisher ist für die Beaufsichtigung, für die Rechtsaufsicht über die Gematik das Bundesministerium für Gesundheit zuständig, nach § 291b Absatz 4 SGB 5. Dieselbe Stelle ist auch zukünftig für die Beaufsichtigung von sich selbst zuständig, nachdem das BMG ja die Gematik sozusagen übernommen hat. Beaufsichtigt das BMG jetzt sich selbst? Vielen Dank, das war punktgenau. Das Fragerecht geht jetzt an die Fraktion Bündnis 90 Grüne, Frau Kleinschmeig. Ja, danke schön. Meine erste Frage richtet sich an Professor Peter Haas. Warum ist aus Ihrer Sicht eine Strategie bei der Digitalisierung für das deutsche Gesundheitswesen nötig und auf welche Weise sollte eine solche Strategie entwickelt werden? Herr Professor Dr. Haas. Vielen Dank, Haas, Fachhochschule Dortmund. Wer mich kennt, weiß, dass ich dieses Thema seit 20 Jahren von mir her trage, nach einem alten Satz von Herrn Bullinger: Strategie vor Organisation, vor Technik. Und wir haben im Grunde jetzt 14 Jahre Technikorientierung hinter uns und sind jetzt dabei, mit der Gießkanne Apps über unser Gesundheitswesen verteilen. Strategie heißt eigentlich aus den gesundheitsstrategischen Zielen, die will ich jetzt nicht runterbeten, es wird schon genannt, und den Defizitzielen zu überlegen, wie kann die Digitalisierung einen Wertebeitrag leisten. Und da können wir das Institute of Medicine mit den alten Studien To Aries Human und Folgestudien nehmen. Wir haben das Problem der Fragmentierung, der fehlenden individuellen globalen Bedarfsorientierung, Vorherrschung ökonomischer Anreize, fehlender Outcome-Orientierung und so weiter. Das heißt, das ist aus 2001, gilt heute immer noch. Und dann frage ich mich, für wen geben wir viel Geld aus? Wer bedarf unserer Fürsorge? Das sind in unserer Gesellschaft auch multimorbide geriatrische Fälle, schwerkranke Krebsfälle, Palliativpatienten, chronischer mit bestimmten Indikationen, Chroniker oder Risikodisponierte. Das heißt, wir fokussieren jetzt nach der Technik auf viele kleine Apps, die sicher einen Wertebeitrag in Teilen leisten. Aber die großen Probleme, die wir immer wieder versucht haben, durch neue inhaltliche Gesetze zu lösen, die heute durch Digitalisierung lösbar sind, werden wir damit nicht lösen. Lassen Sie mich schließen. Was heißt Strategie? Strategie heißt, dass ich aus diesen zwei Komplexen, gesundheitsstrategische Ziele und Defizite in der Versorgung, fachlogische Anwendungen definiere, die ich in den Vordergrund schiebe.
Und das kann zum Beispiel auch ein indikationsspezifisches, erstmal übergreifend spezifisches Behandlungs- und Case-Management auf Basis dessen, was Bundesärzte und KBV schon angemerkt haben, ärztliche Kooperation für diese Bedürftigen, die nicht mit den Apps da groß rummachen wollen. Wir hätten also Querschnittsanwendungen, die indikationsspezifische Zusätze. Aber, und dann komme ich zum Ende, auch eine im Grunde neben dieser fachlogischen Infrastruktur eine Anwendungsinfrastruktur in der Plattform. Ich habe das dem BMG ja im Frühjahr zur Verfügung gestellt. Was verstehen wir darunter? Jetzt hat man Medikamentenkatalog nachgeschoben. Dann gibt es irgendwo einen App-Katalog, ein Repository. Dann wird man feststellen, oh, wir brauchen einen Terminologieserver, nächstes Gesetz, haben alle Länder. Dann wird man feststellen, oh, wir brauchen ein Health Provider Directory und so weiter und so fort. Nur ein Beispiel, eine Strategie ist, en bloc zu sagen, wir brauchen infrastrukturlogische Anwendungen, die diese Referenzkataloge über Webservices und auch hoffentlich kostenlos zur Verfügung stellen. Das ist nur eine Schicht, vieles andere wurde genannt, fehlende Definition des Wertebeitrags auf ökonomischer, individueller, ethischer, medizinischer Ebene und so weiter. Insofern möchte ich damit schließen, dass ein strategisches Vorgehen, das heißt ja nicht, man kann diese App-Schiene nicht fahren, aber wenn wir den Wertebeitrag der Digitalisierung in Deutschland für das Gesundheitswesen ausschöpfen wollen, müssen wir größer und vorwärtsgerichteter und nachhaltiger denken. Das ist aber nicht nur alleine, weil Sie fragten, meine Meinung. Es gibt eine schöne Broschüre der WHO, Recommendations on Digital Interventions for Health System Strengthening. Daraus ist in unserem Gesetz fast nichts zu finden. Und daher auch meine Bitte im Sinne der Bedürftigen, der Patienten, die nicht die App-Nutzer sind, lassen Sie ja uns auch Dinge definieren, auch im Gesetz, die für die Bedürftigsten eine optimale, koordinierte Versorgung mit hoher Patientensicherheit und Steuerung realisieren lassen. Danke. Vielen Dank, Frau Kleinschmeik. Die nächste Frage geht an den Verband der Uniklinika. Wie bewerten Sie die in unserem Antrag enthaltene Forderung nach stärkerer Koordinierung der digitalen Aktivitäten von BMG, BMBF sowie der Länder? Herr Faag. Markus Faag, Verband der Uniklinika. Vielen Dank für die Frage. Also der VD hält die Entwicklung einer kohärenten nationalen Strategie für die Digitalisierung des Gesundheitswesens für sehr sinnvoll. Viele Länder haben das, in Deutschland fehlt das bisher. Eine solche Strategie, zu einer solchen Strategie gehören auch eine stärkere ressortübergreifende Abstimmung sowie eine enge Verzahnung der Aktivitäten von Bund und Ländern. Wir erleben derzeit im Feld der Digitalisierung eine Vielzahl von Förderprojekten und Entwicklungsarbeiten, die wenig abgestimmt sind. Es fehlen gemeinsame Plattformen, wo die Erkenntnisse aus diesen Projekten zusammenfließen. Extrem wichtig ist aus unserer Sicht, dass die Entwicklungs- und Aufbauarbeiten zur EPA eng mit der Forschung abgestimmt werden, die Daten aus der EPA auch für Forschungszwecke genutzt werden können. Hier kommt der vom BMBF initiierten und geförderten Medizininformatik-Initiative eine wichtige Rolle zu. Unser Vorschlag ist daher für die Arbeiten der Gematik und der Medizininformatik-Initiative eine institutionelle Klammer zu schaffen, ähnlich dem National Coordinator for Health and Information Technology, mein Gott, in den USA. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Kleinschmeig. Meine Frage richtet sich an Herrn Tackenberg vom Deutschen Pflegerat. Wie beurteilen Sie die Vertretung der professionellen Pflege in der Gesellschaft für Telematik, in Ihrem vorgesehenen Beirat, im Innovationsfonds und bei der geplanten Festlegung seiner Förderthemen? Und welche Änderungsvorschläge haben Sie jeweils? Ja, Peter Tackenberg, Deutscher Pflegerat. Also das klappt ja ganz gut ohne mich. Entschuldigung, Herr Röll. Die Frage kam von der Frau Schulz-Asche und die Antwort kommt jetzt von dem Herrn. Okay, ja, vielen Dank für die Frage. Tackenberg. Peter Tackenberg vom Deutschen Pflegerat. Der Deutsche Pflegerat hält es für entscheidend, eben nützliche und unterstützende digitale Lösungen in der Gesundheitsversorgung mit Expertinnen und Experten aus dem Pflege- und Hebammenwesen zu entwickeln. Das ist im Moment nicht stark genug verankert, denn damit wird sichergestellt, professionelle Gesundheitsversorgung und digitale Informationen in der professionellen Berufsausübung auch zu verbinden.
Und damit muss eine Gremienvertretung gegeben sein, die die Belange der Umsetzung regelt, neben der Einbeziehung der professionellen Pflege und Hebammen in die Gesellschaft für Telematik nach § 291a SGB 5 Nummer 7, muss sie auch in den Beirat aufgenommen werden. Wir haben dazu einen Formulierungsvorschlag schriftlich zum Beirat dargelegt mit zwei Vertretern des Deutschen Pflegerats als Dachverband des Pflege- und Hebammenwesens bzw. der Bundespflegekammer, den Beirat zu besetzen. Wir würden auch begrüßen den Expertenpool nach § 92b, wenn dort Expertinnen aus dem Pflege- und Hebammenwesen eingebunden werden, die die wissenschaftliche Fundierung und Praxistauglichkeit der Vorhaben stärken. Und darüber hinaus würden wir auch sagen, dass die professionelle Pflege bei den Mitgliedern des Innovationsausschusses gemäß Absatz 1 ergänzt werden. Das heißt, die Verbände der Pflegeberufe auf Bundesebene und oder die Pflegekammerkonferenz sollten einbezogen werden, auch für die Festlegung der Themen durch die Mitglieder des Innovationsausschusses. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kleinschmeig. Die nächste Frage richtet sich an die BPTK. Wie bewerten Sie den in unserem Antrag enthaltenen Vorschlag für die elektronische Patientenakte, ein schrittweise differenziertes Berechtigungsmanagement einzuführen, um der besonderen Sensibilität der Gesundheitsdaten gerecht zu werden? Herr Dr. Melkop. Melkop, Bundespsychotherapeutenkammer. Vielen Dank für die Frage. Wir begrüßen diesen Vorschlag sehr. Wir halten es sozusagen auch für unverzichtbar, hier ein differenziertes Berechtigungsmanagement einzuführen, damit den Patienten die Vorteile der EPA auch wirklich selbstbestimmt nutzen können. Gesundheitsdaten sind besonders sensible Informationen, die einen besonders hohen Datenschutz, wurde mehrfach schon gesagt, bedürfen. Aber das gilt auch und besonders für psychische Erkrankungen. Bei einer versicherten geführten Patientenakte überwiegt der potenzielle Nutzen die realen Risiken, nur wenn die Versicherten auch einzelnen Leistungserbringern nur für ausgewählte Dokumente und nicht pauschal auf alle Dokumente in der EPA den Zugriff erlauben können. Für den Zugriff auf diese Daten ist ein differenziertes Berechtigungsmanagement notwendig und unverzichtbar. Der Versicherte muss die Möglichkeit haben, Zugriffsberechtigten individuell für jeden Leistungserbringer jeweils auf Dokumentenebene zu erteilen. Ein Patient kann beispielsweise ganz gute Gründe haben, dass sein Orthopäde nicht erfährt, dass er aufgrund einer Depression in psychotherapeutischer Behandlung ist. Vielen Dank, Frau Schulz-Asche. Meine Frage richtet sich an Frau Mauersberg von der Verbraucherzentrale Bund. Wie beurteilen Sie die Freiwilligkeit der Anbindung von Pflegeeinrichtungen an die TI und was kann es für die Versorgung der pflegebedürftigen Menschen aus Verbrauchersicht bedeuten, wenn die Leistungserbringer diese Freiwilligkeit nicht als Pflicht verstehen? Frau Mauersberg, Sie haben 2 Minuten. Dankeschön. Frau Susanne Mauersberg, Verbraucherzentrale Bundesverband. Ja, wir fanden das auch sehr unglücklich mit der Freiwilligkeit, weil die Pflege ja einen extremen Nachholbedarf bei der Digitalisierung hat und natürlich gerade da in dem Feld schwerstkranke, multimorbide Patienten sehr, sehr häufig sind und auch das ständig von einem Setting ins andere wechseln ein ganz regulärer Vorgang ist. Nichtsdestotrotz, es gibt ja die Möglichkeit, danach zu justieren. Also sicher ist erstmal sehr gut, dass eben auch entsprechende Fördermöglichkeiten da sind, also Anbieter sich anschließen können. Und dann wird man schauen müssen, wie viele das tun. Und wenn das nicht genug tun, muss man zügig nachsteuern. Vielen Dank. Es könnte noch eine kleine Frage gestellt werden. Frau Kleinschmeig. Ja, die nächste Frage auch an den VZBV. Wie müssten aus Ihrer Sicht Übertragungswege aussehen für digitale Gesundheitsanwendungen, damit nicht einzelne Unternehmen einen großen Anteil der von der GKV später zu erstattenden Preise als Vermittlungsgebühr quasi genommen werden? Welche Vorschläge gäbe es dafür? Frau Mauersberg. Ja, diese Übertragungswege sind noch nicht so ganz klar. Es wird ja dann gerne gesagt, die Akte ist künftig die Plattform für all das. Die Akte haben wir jetzt noch nicht. Es ist natürlich kein Problem, eine App über Browser oder über Smartphone oder auch über ein Device zu übertragen. Aber es ist noch nicht so richtig klar, wie sollen da eigentlich die Distributionswege sein. Ganz wichtig ist sicher, dass im Gesetzentwurf drinsteht, es soll nicht der App Store sein. Das also wollen wir sicher alle nicht. Und das Plattformproblem ist sicher auch eines der vordringlichsten, das Deutschland hat. Da haben wir viel verschlafen. Also beim E-Rezept sieht man ja, dass sich die Apotheken da noch schwer tun. Dass da aber Bewegung drin ist und sowas wie eine digitale Apotheke wäre ja dann vielleicht auch eine Option in Zukunft. Vielen Dank. Die
CDU-CSU-Fraktion wird also jetzt weiterfragen und die nächste Frage kommt von Dr. Reukühne. Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Sehr interessante Anhörung. Meine Frage geht an den Bundesverband Private Anbieter Soziale Dienste und an die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege. Es geht nochmal ums liebe Geld. Sind die beabsichtigten Regelungen zur Finanzierung der Einbindung aus Ihrer Sicht ein Anreiz für die Pflegeeinrichtungen, sich der TI anzuschließen? Vielleicht könnten Sie das gerade nochmal unter dem Aspekt der sehr unterschiedlichen Infrastruktur, die wir zum Beispiel bei den Kollegen aus der Ärzteschaft haben oder dann ebenfalls in Ihren Einrichtungen, kurz und knapp vielleicht noch mal beleuchten, ambulant oder stationär. Herr Maul. Ja, Herbert Maul vom BPA. Wir sind zunächst mal froh, dass die Finanzierung vorläufig gesichert ist. Das begrüßen wir sehr, weil das ist natürlich auch ein Anreiz. Und ich glaube, dass die pflegebedürftigen Menschen erwarten, dass nicht sie das zahlen müssen, was ja ansonsten der Fall wäre, wenn es nicht finanziert würde. Bei der Ausstattung wird es dann darum gehen, dass die Rahmenbedingungen tatsächlich berücksichtigt werden. Also einem ambulanten Dienst, der mit 40 Fahrzeugen unterwegs ist, hilft eben nicht ein Kartenterminal, wie das vielleicht in der Praxis ausreichen würde. Solche Bedingungen müssen dann später gemacht werden. Dann müssen wir halt sehr genau gucken, wir sind institutionelle Zugänge und wer übernimmt die Rollenverwaltung. Diese Dinge müssen dauerhaft finanziert werden, damit dann eben auch das Ganze nicht nur einmalig funktioniert. Und es muss bei der Erprobung, glaube ich, auch sehr genau darauf geachtet werden, dass man das nicht nur mit den jetzigen Leuchttürmen macht, sondern auch in Spandau oder in der Uckermark, wo das Funknetz dann etwas schwächer ist. Dankeschön. Frau Dr. Fix. Ja, Elisabeth Fix für die Freie Wohlfahrtspflege. Wir haben uns ja seit langem dafür eingesetzt, dass die Pflegeeinrichtungen an die TI angeschlossen werden und vor allem auch, dass dies finanziert wird, und zwar ebenso finanziert wird, wie es bei den Ärzten und bei den Krankenhäusern der Fall ist. Und das ist im jetzigen Gesetzentwurf so gesichert. Um auf das Thema Freiwilligkeit noch mal kurz einzugehen. Ja, wir finden den Ansatz erstmal richtig, dass die Einrichtungen sich freiwillig anschließen lassen können. Wir gehen davon aus, und das zeigen bei uns auch ganz klar sozusagen unsere Mitgliederbefragungen, dass ein sehr hohes Interesse bestehen wird, sodass sozusagen die meisten sich auch tatsächlich anschließen lassen werden. Was die Kosten anbelangt, sehe ich, dass wir, Herr Maul, erstens müssen wir unterscheiden zwischen ambulant und stationär, danach hatten Sie ja auch gefragt, wenn ein Pflegedienst unterwegs ist in den Haushalten, muss eine ausreichende Anzahl sozusagen von Kartenterminals zur Verfügung stehen. Ich darf vielleicht noch mal auch ganz kurz, danach war heute auch schon gefragt, darauf eingehen, wir brauchen den elektronischen Heilberufeausweis, sonst können wir uns nicht legitimieren. Das ist eine zentrale Voraussetzung, die also erstmal technisch zu schaffen ist, und wir hoffen, dass der Staatsvertrag an der Stelle bald geschaffen wird. Und wir brauchen, was die finanzielle Ausstattung anbelangt, eben dann eine Kostenstruktur, die eben auch sicherstellt, dass die ambulanten Dienste vor Ort hier tätig werden können, genügend Kartenterminals beispielsweise finanziert werden. Und insoweit denken wir, sollte die Vereinbarung nach 291a 7b und 7a, die also für die Ärzte und die Krankenhäuser gilt, erstens mal dynamisch ausgestaltet werden und auch nach einer gewissen Frist sozusagen evaluiert werden, wenn die Kostenstruktur, die dort jetzt vorgesehen ist, dann erst einmal erprobt ist. Dafür sollte es dann feste Fristen geben, wo wir dann gucken können, ob einfach die Kostenerstattung so ausreichend ist für die Pflege. Danke. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Lothar Riebsam. Meine Frage geht an den GKV-Spitzenverband und an den Einzelsachverständigen Professor Christoph Straub. Es geht nochmal um die Datenzusammenführung nach § 303b des Gesetzentwurfs. Die Krankenkassen haben dazu dem GKV-Spitzenverband als Datensammelstelle für jeden Versicherten spezifische Daten zu übermitteln. Wie bewerten Sie diese Regelung? Frau Dr. Pfeiffer. Ja, wir begrüßen diese Regelung. Wir sind der Auffassung, dass dadurch eben die Möglichkeit besteht, tatsächlich die Daten, die auch in der Vergangenheit in geringem Umfang bereits zusammengeführt und zur Verfügung gestellt wurden, besser nutzbar sind, insbesondere für
Möglichkeiten der Versorgungsforschung. Wir haben an der Stelle die Aufgabe der Datenzusammenführung. Es gibt ja darüber hinaus noch eine Vertrauensstelle und dann das Forschungsdatenzentrum, also verschiedene Stellen. Deswegen vielleicht auch noch mal der Hinweis, dass erstens der GKV-Spitzenverband auch heute schon eine ganze Vielzahl von Daten zusammenführt, also beispielsweise die MOBI-RSA-Daten, und wir uns auch mit den Themen Sicherheit und Datenschutz auch schon heute beschäftigen und dafür zum Teil Dritte beauftragen und auch Experten aus diesem Bereich heranziehen, um Datenschutz und Datensicherheit zu gewährleisten. Hier ist eben auch noch zusätzlich durch die verschiedenen Stellen, die hier aktiv werden sollen, dann natürlich auch das Thema der Sicherheit der Daten durch entsprechende Verschlüsselung und Weitergabe, Pseudonymisierung, Anonymisierung vorgesehen. Von daher, wir begrüßen das, weil damit die Daten künftig besser genutzt werden. Und ich hatte vorhin bereits erwähnt, dass wir auch der Meinung sind, dass wir diese Daten, die ja sozusagen die Kassendaten sind, auch für unsere gesetzlichen Aufgaben nutzen können, wollen, müssten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Professor Dr. Straub. Christoph Straub von der Barmer. Die Sozialdaten der Krankenkassen sind sicher eine sehr wertvolle Quelle für Versorgungsforschung und auch für eine zielgerichtete Weiterentwicklung unseres Gesundheitswesens. Deshalb ist die Einrichtung eines solchen Forschungsdatenzentrums aus unserer Sicht nachvollziehbar, weil damit ein Datenpool geschaffen wird, der dann eben der Wissenschaft unter Wahrung des Sozialdatenschutzes diese Forschungsmöglichkeiten bietet. Aus unserer Sicht kritisch am Gesetzentwurf ist die vorgesehene Art der Datenlieferung an die Datensammelstelle, also in dem Fall vorgesehen GKV-Spitzenverband, in nicht pseudonymisierter Form. Das wären ja dann komplett personenidentifizierbare Daten, Alter, Geschlecht, Wohnort, Vitalstatus, die gesamten Leistungs- und Kostendaten. Und das sehen wir kritisch. Wir meinen, dass es nicht notwendig ist, dass der unmittelbare Personenbezug, natürlich ein Wissenschaftler wünscht sich das immer, dass er alles am besten mit Klarnamen und klaren Informationen bekommt, aber es ist aus unserer Sicht nicht notwendig, und vor dem Hintergrund der Datensicherheit und des Datenschutzes nicht sachgerecht. Der GKV-SV hat das ja auch gar nicht in seiner Stellungnahme gefordert. Wir schlagen deshalb vor und würden uns freuen, wenn eine gesetzliche Regelung ergänzt wird, dass die Datenlieferung von vornherein von der Einzelkasse mit einem über einen versicherten Pseudonym erfolgt. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Alexander Kraus. Ja, Herr Vorsitzender, meine Frage richtet sich an den Einzelsachverständigen Herrn Dr. Riedel. Der Gesetzentwurf beschäftigt sich ja auch mit dem Innovationsfonds, der fortgeführt werden soll. Wie bewerten Sie das Potenzial des Innovationsfonds zur Weiterentwicklung der Versorgung? Und wie kann es gelingen, dass wir die Erkenntnisse, die positiv sind, wenn sie positiv sind, in die Regelversorgung überführen können? Herr Dr. Riedel. Wolfgang Riedel, Prognos. Ja, aus meiner Sicht ist das Potenzial erheblich. Lassen Sie mich das in drei Punkten ausführen. Punkt 1, die Akteure des Gesundheitswesens tun sich ja schon sehr lange immer schwer bei Prozessinnovationen. Also wir haben ja da eine sehr lange Geschichte, was die sektorale Versorgung angeht, über 10 und 20 Jahre. Da fragt man sich, was ist der Grund für so ein Schwertun? Und obwohl es Fortschritte gibt, die nicht zu leugnen sind, haben wir nach wie vor einen Optimierungsbedarf, was die Vernetzung angeht, was die Vernetzung der Beteiligten angeht und auch was die Vernetzung konkurrierender Sektoren angeht. Grund ist sicherlich auch, dass es sich bei der GKV-Versorgung um einen regulierten Markt handelt, der sich bei solchen Innovationen, gerade bei Prozessinnovationen, immer sehr schwer tut. Bei unregulierten, offenen Märkten ist viel mehr Dynamik drin und wir haben da auch eine schnelle Entwicklung, getrieben durch Renditeerwartungen der Beteiligten. Und der Innovationsfonds ist eigentlich ein unerlässliches Instrument, eher oder was anderes, um diese Dynamik auch in einem System regulierter Märkte zu entfalten. Punkt 2, die Möglichkeiten der Kommunikationstechnologie, der Datenverarbeitungstechnik, der Digitalisierung, die wir heute ja umfangreich auch gehört haben, besitzen ein erhebliches Potenzial für Prozessinnovationen in der Gesundheitsversorgung. Auf der anderen Seite braucht es aber auch ein Experimentierfeld, um auszuloten, wo diese Anwendungen tatsächlich einen Mehrwert haben, was Effizienz
und was Effektivität angeht und wo auch womöglicherweise unerwünschte Wirkungen für die Patientenversorgung entstehen. Und genau dieses Experimentierfeld bietet der Innovationsfonds. Und zu guter Letzt, die Anträge und die geförderten Projekte zeigen selbst eigentlich, wie groß das Potenzial ist. Mittlerweile sind über 230 Projekte in der Umsetzung mit einem sehr breit gefächerten Themenspektrum. Die Indikationen, die dort angesprochen werden, sind auch sehr breit gestreut und auch die digitalen und technologischen Komponenten, die dort zur Anwendung kommen, haben auch ein sehr weites Spektrum. Aber man muss auch sagen, sektor- und berufsgruppenübergreifende Projekte und auch die Patientenbeteiligung in den Projekten könnten noch stärker in den Fokus gerückt werden. Das hier haben wir bei unseren Auswertungen festgestellt. Ja, schlussendlich noch ein Wort. Erhebliches Potenzial, ja, schön und gut. Aber der Innovationsfonds muss sich am Ende des Tages ja daran messen lassen, was in die Regelversorgung überführt wird. Das haben Sie auch eben angesprochen. Wir haben jetzt Normierungen im Gesetz, wie das vonstatten gehen sollte. Ich halte es auch für wichtig, dass da ein gewisser Druck aufgebaut wird. Aber was da an Arbeit auch auf den Innovationsausschuss zukommt, das wird nicht unerheblich sein. Es ist ja nicht nur jedes einzelne Projekt zu bewerten und dann hat man quasi eine Empfehlung für die Regelversorgung, sondern es sind ja verschiedene Projekte zusammenzubinden und zu betrachten und daraus dann was für die Regelversorgung zu entwickeln. Also es ist wenig damit gedient, wenn wir jetzt für jede Indikation einen Lotsen haben, sondern man muss daraus ein Gesamtkonzept entwickeln. Vielen Dank. Vielen Dank. Sie waren fertig. Ja, vielen Dank. Die nächste Frage stellt Professor Dr. Schmidtke. Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an den Einzelsachverständigen, Herrn Professor Wolfgang Hoffmann und das Deutsche Netzwerk Versorgungsforschung e.V. Welche Forschungsfragestellen können mit dem erweiterten Datenangebot besser als bislang untersucht werden und wie sollte aus Ihrer Sicht eine perspektivische Weiterentwicklung des Datenangebots aussehen? Halten Sie den in § 303e definierten Kreis der Nutzungsberechtigten für angemessen? Herr Dr. Bierbaum, Sie haben das Wort. Herr Hoffmann ist leider nicht da. Ja, Thomas Bierbaum, Deutsches Netzwerk Versorgungsforschung. Aus unserer Sicht hängt es immer an einer Fragestellung, ob ein Datensatz letztendlich geeignet ist oder nicht. Und man muss sich jetzt auch wirklich die Daten angucken von den Krankenkassen, für welche Fragestellungen die überhaupt geeignet sind und welche Fragestellungen ich damit überhaupt nicht behandeln kann. Es gibt, glaube ich, mittlerweile ganz gute Beispiele aus klinischen Registern, wo das ganz gut gelungen ist, wo es ja auch mittlerweile eine gesetzliche Regelung ist. Und da gibt es auch gute Weiterentwicklungen, Oncobox, von denen man vielleicht auch lernen kann, wie man solche Prozesse letztendlich gestalten kann. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass Daten, was Herr Kuhlmann sagte, dass es immer ein Spannungsfeld von Interessen ist, einerseits Datensicherheit, andererseits eben auch, dass, wenn ich Daten nicht nutze, natürlich auch Leute geschädigt werden, indem ich ihnen nicht die Hilfe zulassen kommen kann, die möglich wäre. Das heißt, ein Multimorbider wird viel eher sagen, ich gebe meine Daten her, als jemand, der gesund ist. Und ich glaube, wir finden da nur eine gute Regelung, wenn wirklich alle sich zusammensetzen, auch auf was Sie gesagt haben, und zu gucken, wie können wir Regelungen finden, dass wir da ein Spannungsfeld haben, das dann nachher allen letztendlich im weitesten Sinne für die Versorgung etwas nutzt. Und das ist so pauschal und einfach letztendlich, wie es auch teilweise geregelt ist, nicht zu machen. Und für uns ist nochmal ganz wichtig, dass die evidenzbasierte Bewertung auch von digitalen Anwendungen nicht wegfallen darf. Sonst verabschieden wir uns auf der evidenzbasierten Medizin. Und da sehen wir schon eine Gefahr auch in dem Gesetz, wie das läuft. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Tino Sorge. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Fragen richten sich an Herrn Bursig vom ZVOI und an Herrn Zilch vom BVITG. Und zwar würde mich interessieren, wie Sie aus Ihrer Sicht bzw. aus der Sicht der Wirtschaft, der Industrie, die erweiterten Möglichkeiten zur Auswertung von Daten, die den Krankenkassen und anderen Institutionen der Selbstverwaltung, zum Beispiel in § 68 und 303a fortfolgend eingeräumt werden, wie Sie die beurteilen und vor allen Dingen, ob die nach Ihrer Auffassung geeignet sind, digitale Gesundheitsanwendungen zu etablieren bzw. zu fördern. Vielen Dank.
Herr Bursig. Ja, Bursig, Zentralverband der Elektroindustrie. Wir sehen beides positiv. Beim 68a ist vor allen Dingen die Möglichkeit, positiv zu sehen, dass es gelingt, digitale Anwendungen am Versorgungsbedarf auszurichten, wenn das vorher über entsprechende Kassendaten belegt werden kann und damit auch die Entwicklung zu steuern. Beim Paragraphen 303 ähnlich. Wir sehen darin eine große Möglichkeit, die Versorgungsforschung zu verbessern mit den Einschränkungen, die gerade vom DNVF auch genannt worden sind. Das hängt natürlich darauf an, welche Daten zur Verfügung stehen. Allerdings ist dadurch, dass die Daten pseudonymisiert sind, aus unserer Sicht eine hohe Wertigkeit gegeben, weil ich eben tatsächlich Patientenhistorien zusammenführen kann, ohne aber eine einzelne Person dabei zu identifizieren. Wir halten es aber in beiden Fällen für problematisch, dass der Nutzerkreis doch sehr stark eingeschränkt ist. Beim § 68a dürfen die Daten halt nicht an Dritte weitergegeben. Das schließt dann wahrscheinlich auch den Partner der Krankenkasse bei der Entwicklung ein. Das ist aus unserer Sicht eher hinderlich, weil für bestimmte Anwendungen brauche ich möglicherweise den Zugang auf diese Daten. Es soll zumindest eine Möglichkeit geben, hier Daten weitergeben zu können. Und beim Paragraphen 303 ist die Industrie selber kein Nutzungsberechtigter. Und auch das sehen wir auch vor dem Hintergrund des hohen Anteils privater Forschungsanstrengungen ein bisschen als problematisch an. Die Daten sind pseudonymisiert. Ein Nutzungsrecht der Industrie schadet hier aus unserer Sicht nicht, zumal ich die Nutzung ja auch auf alle Fälle immer noch beantragen muss. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Zilch. Zilch, BVTG. Dem habe ich eigentlich fast nichts hinzuzufügen tatsächlich. Also ich hatte es ja eben auch schon gesagt, es ist wichtig und wertvoll, dass auch Industrieunternehmen mit den Daten Innovationen entwickeln können. Und es gibt sicherlich auch hier Mittel und Wege, wie man schrittweise Zugriffsrechte gestalten kann oder wie man auch Analysetools im Forschungszentrum einsetzen kann, wenn es denn Sorge gibt, dass die Unternehmen mit diesen Daten Dinge tun, die sie nicht zugestimmt haben. Aber hier ist es nicht förderlich tatsächlich für Innovationen und für verbesserte Versorgung, wenn Industrie keine Möglichkeiten hat, mit diesen Daten am Ende auch umzugehen, partnerschaftlich umzugehen und hier einen Beitrag dafür zu leisten, dass Versorgung sich auch verbessern kann. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Dr. Georg Kippels. Vielen herzlichen Dank. Die Frage richtet sich an den Einzelsachverständigen Professor Christoph Straub. Wie bewerten Sie unter versorgungspolitischen Gesichtspunkten die geplante Möglichkeit für Krankenkassen, nach § 263a SGB V künftig in Wagniskapital investieren zu dürfen? Herr Professor Straub, Sie schaffen das in 36 Sekunden. Das muss ich schaffen. Wir begrüßen die Regelung. Wir haben ja praktische Erfahrungen, da wir derzeit auf der Basis einer Sondergenehmigung in einen solchen Fonds investiert haben, wobei unser Wagniskapital vollständig abgesichert wird, einerseits durch die KfW-Bank, andererseits in unserem Modell durch die Partner des Fonds. Das ist eine Regelung, die sicher weiterentwickelt werden kann im Zuge dieser gesetzlichen Neuregelung. Die Sache an sich ist sehr sinnvoll. Wir haben es aus zwei Gründen getan. Einerseits, weil wir in diesem komplett anders als die bisherige Anwender- und Entwicklerlandschaft strukturierten Entwicklungsfeld Erfahrungen gewinnen wollten, wissen wollen, wie ticken diese Entwickler, diese Start-ups, diese kleinen Unternehmen. Andererseits die Möglichkeit haben wollten, sehr früh einerseits für unsere versicherten Patientinnen und Patienten sinnvolle, nützliche Anwendungen zu identifizieren, andererseits auch in unserer Partnerschaft mit Leistungserbringern, diese dann frühzeitig in die Versorgung zu bekommen. Das vielen Dank, Herr Professor Dr. Straub. Es wäre sehr interessant, noch weiter von Ihnen was zu hören, aber die Zeit ist aufgebraucht. Und vielleicht können Sie dem Dr. Kippels die Informationen nachher noch zu Ende geben. Jetzt stellt die nächste Frage Frau Bettina Müller von der SPD-Fraktion. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage an den Einzelsachverständigen Robert Spiller. Und ich möchte Sie fragen, auch mit Bezugnahme auf die Stellungnahme des DGB, wonach die Kassen in Zukunft bis zu 2% ihrer Betriebsmittel verlustsicher als Hochrisikokapital in verschiedenen Formen digitaler Investitionen investieren dürfen.
Und es wird hier gesagt, dass das dem Wettbewerb dienen und die Kassen innovationsfähiger machen soll. Wie bewerten Sie diese Regelung? Herr Spiller. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank für die Frage. Grundsätzlich vielleicht erstmal, ist es sinnvoll, den gesetzlichen Krankenkassen neue Wege zur Ausgestaltung ihres Versorgungsmanagements zu eröffnen. Das gilt aber nicht für den Erwerb von Investmentanteilen. Die Verwendung von versicherten Geldern für Kapitalbeteiligungen führt erstmal dazu, dass weiter Rücklagen der Krankenkassen im Namen des Wettbewerbs auf den Markt geworfen werden. Und diese Tendenz haben wir in den letzten Jahren ja auch schon durch einige andere Gesetzesvorhaben erkannt. Worüber reden wir? Bei ungefähr 2%, wenn wir das jetzt summa summarum auf alle Kassenarten überschlagen, dann wären das im ersten Quartal 2019 ungefähr 400 Millionen Euro gewesen. Das ist eine pauschale Rechnung, trotzdem keine kleine Summe. Stellt sich also die Frage, ob eine solche Summe an treuhänderisch zu verwaltenden Versichertenbeiträgen etwas auf dem Investmentmarkt zu suchen hat. Der geplante Paragraph 263a Absatz 2 verrät uns dazu, die Mittel sind so anzulegen, dass ein Verlust ausgeschlossen erscheint und ein angemessener Ertrag erzielt wird. Mit Erscheinung ist das immer so eine Sache. Jeder Betriebswirt wird Ihnen bestätigen, dass mit dieser Zielsetzung eine Idealsituation beschrieben wird. Das Erscheinen eines auszuschließenden Verlustes ist kein Ausschluss als solcher. Und im Rahmen von Investmentbeteiligung werden Sie keine konkreteren Sicherheiten finden. Deshalb müssen Sie auch davon ausgehen, dass für Investmentkapital verwendete Reserven der Krankenkassen verloren gehen können. Und das wäre gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern nicht zu rechtfertigen. Diese bringen ihre Beitragsmittel für ihre Gesundheitsversorgung auf und dürfen erwarten, dass ihre Beiträge in allererster Linie dafür sicher eingesetzt werden. Es gibt aber noch eine zweite problematische Dimension dieses Ansatzes. Muss ich ein kleines bisschen ausholen, ich versuche mich kurz zu fassen. Zahlreiche in den letzten Jahren verabschiedeten Gesetze sind für die Krankenkassen bereits unmittelbar kostenwirksam geworden. Sie führen gezielt zu Ausgabensteigerungen bei einer gleichzeitig deutlich eingeschränkten Kapazität zur Rücklagenbildung. Gleichzeitig wird durch das faire Kassenwahlgesetz der Wettbewerb zwischen den Krankenkassen weiter forciert. Dabei ist noch nicht absehbar, ob der zu reformierende, mobilitätsorientierte Risikostrukturausgleich eine bereinigte Einnahmesituation für alle Kassenarten überhaupt erbringen wird. Ich fasse also zusammen, unter den beitragsrelevanten Rahmenbedingungen der zahlreichen auf den Weg gebrachten oder zu bringenden Gesetze nun auch noch die Reserven der Krankenkassen für Kapitalbeteiligung einzusetzen, halte ich für gefährlich und nicht gerechtfertigt. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Stamm-Fiebig. Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an den GBA und an den GKV-Spitzenverband. Herr Hecken, der Gesetzentwurf sieht die Festlegung der Förderthemen für das Jahr 2020 durch das BMG im Benehmen mit den Akteuren des Innovationsfonds vor. Wie bewerten Sie diese Regelung? Und wir bitten den GKV-Spitzenverband als Mitglied im Innovationsausschuss zu ergänzen. Herr Professor Hecken. Ja, Hecken, GBA, herzlichen Dank für die Frage, Frau Abgeordnete. Ich bewerte diese Festlegung der Förderthemen für das erste Jahr durch den Bundesminister für Gesundheit kritisch. Hier geht es um die Verwendung von Beitragsmitteln, die aus dem Gesundheitsfonds entnommen werden, wenn der BMG, und das habe ich auch in unserer Stellungnahme ausgeführt, argumentiert, dadurch solle eine Förderlücke vermieden werden. Das ist also aus meiner Sicht ein Scheininstrument, auch wenn das Gesetz hier wie geplant gesetzgeberisch verabschiedet würde, wäre in den bestehenden Strukturen durchaus die Möglichkeit, durch die Beteiligten im Innovationsausschuss unter Beteiligung eben auch dann der Fachöffentlichkeit Förderthemen auszusuchen und dieselben dann in eine Förderbekanntmachung zu gießen. So sieht das faktisch aus, dass die Bundesregierung, vertreten durch die beiden Bundesressorts, hier speziell eben durch den Bundesminister für Gesundheit, abschließend und ausschließlich darüber bestimmt, wie 200 Millionen Euro zu Lasten der Beitragsmittel der GKV eben verausgabt werden. Und da sei nur an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts erinnert, auf die ich auch verwiesen habe, die eben sagt, dass Verwendung von Beitragsmitteln eben primär zielgerichtet gesteuert werden muss von den hierzu eben auch originär legitimierten Organen. Das sehe ich hier ein Stück weit als versteckte Ressortförderung an. Mittel, die der Haushaltsausschuss nicht zur Verfügung gestellt hat, werden jetzt aus dem Innovationsausschuss möglicherweise entnommen, um dann eben BMG-Präferenzen durchzusetzen. Und das sehe ich ausgesprochen kritisch. Frau Dr. Pfeiffer.
Vielen Dank. Ja, auch wir sehen diese Festlegung der Förderthemen durch das BMG als direkten Eingriff in die gemeinsame Selbstverwaltung. Wir halten ihn weder für angemessen noch für notwendig. Es wird damit argumentiert, dass der Innovationsausschuss nicht in der Lage sei, wegen der Gesetzgebung das festzulegen. Das ist aus unserer Sicht überhaupt nicht überzeugend. Unverbindliche Vorberatungen können wir bereits in diesem Jahr stattfinden lassen und können dann auch zeitnah 2020 entscheiden. Solche Vorgänge haben wir auch in der Vergangenheit relativ schlicht vollzogen. Das ist überhaupt kein Problem. Also hier scheint auch eine andere Absicht dahinter zu stecken. Ich glaube, braucht da nicht weiter auszuführen. Herr Hecken hat darauf hingewiesen. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Claudia Moll. Ja, vielen Dank. Meine Frage geht ebenfalls an den GBA, an Herrn Hecken. Und zwar folgende. Ja, Herr Hecken, wir hätten gerne Ihre kompakte Einschätzung zu folgenden Punkten der geplanten Reform des Innovationsfonds. Erstens der zukünftig regelhaften Zweistufigkeit des Antragsverfahrens. Zweitens der Begrenzung der Vergabe auf in der Regel 15 Förderprojekte. Und drittens die Streichung der Pflicht zur Begründung des Innovationsausschusses bei abweichendem Votum vom Expertenpool. Dankeschön. Herr Professor Hecken, Sie haben gut 4 Minuten. Ja, herzlichen Dank. Herzlichen Dank für die Frage, Frau Abgeordnete. Die Zweistufigkeit kann man machen. Sie betrifft ja nur die neuen Versorgungsformen. Die Zweistufigkeit hatten wir in der vergangenen Laufzeit auch. Wir haben sie nach einer Fördertranche abgeschafft, weil wir eben gesehen haben, dass es doch zu Verzögerungen in der Verfahrensabwicklung führt. Dadurch, dass zunächst ein Kurzantrag eingereicht wird, derselbe dann eben begutachtet wird, dann ein Langantrag entwickelt wird, kommt es jedenfalls in der Masse der Fälle zu Verfahrensverzögerungen, die sicherlich nicht angemessen sind. Damit kann man aber leben. Wir haben eher ein Problem damit, dass bei dieser angedachten Zweistufigkeit der gemeinsame Bundesausschuss respektive die Geschäftsstelle des Innovationsausschusses dann die in der ersten Welle ausgesuchten intensiv beraten muss. Wir haben noch ein Rechtsgutachten vorgelegt. Wir sehen durch die Beratung nach der Vorauswahl und durch die nachfolgende Endentscheidung unsere, ich sag mal, Objektivität gefährdet. Wie soll ich jemanden beraten und ihm sagen, wenn du es genau so machst, dann wird am Ende möglicherweise ein Zuschlag erfolgen, um dann am Ende des Tages dann doch eine negative Entscheidung treffen zu müssen. Die Bewertung auf 15 Förderprojekte in den neuen Versorgungsformen, nur darauf bezieht es sich, halten wir für zu eng. Es ist sicher richtig, dass größere Leuchttürme prioritär zu fördern sind und dass man sich nicht in klein-klein verzetteln muss, aber es gilt eben auch das Gebot der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit und es gilt das Gebot, dass schöne Pflanzen auch im Verborgenen blühen können. Das heißt, es gibt kleine Projekte, die mit relativ geringen N-Größen dann eben die Evidenz generieren können, die man braucht, um sie am Ende in die Versorgung zu implementieren. Deshalb würden wir hier gerne die Regelung etwas offener formuliert haben, damit man nicht sklavisch an diesen 15 hängt, sondern eben eine größere Breite besteht. Wir halten es für zwingend erforderlich, dass der Innovationsausschuss auch in Zukunft die Abweichung von Empfehlungen des jetzt vorgesehenen Expertenpools begründen muss. Denn ansonsten wird das zu rein formalen Feigenblattpolitik. Was soll ich Experten in einem Expertenpool damit beschäftigen, irgendwas zu bewerten, am besten noch 2- oder 3-fach, wenn ich mich danach kommentarlos darüber hinwegsetzen kann? Das missachtet die wissenschaftliche Expertise. Das macht die Expertise im Prinzip wertlos. Wir können heute davon abweichen, aber wir müssen gute Gründe haben. Und diese guten Gründe darzulegen, sind wir der Gemeinschaft der Versicherten schuldig. Wenn wir eben sagen, wir wollen jenseits der evidenzbasierten Medizin oder jedenfalls der Einschätzung der Gesellschaft für Versorgungsforschung oder was auch immer irgendetwas fördern, dann hat der Beitragszahler einen legitimen Anspruch darauf, hier eine Begründung zu erfahren. Ich sehe im Übrigen die Ersetzung des Expertenbeirates durch diesen Expertenpool als ziemlich kritisch an, weil ich damit eine große Masse von Experten habe, die abseits von einheitlichen Kriterien, die wir heute versucht haben, im Expertenbeirat herbeizuführen, dann eben so wahllos irgendwelche Beurteilungen abgibt. Eine gewisse Kontinuität ist gut. Ich begrüße aber ausdrücklich, dass der BMG
festgelegt hat für den Expertenpool, dass die Leute, die Expertise abgeben, nicht mehr als Antragsteller oder Evaluatoren in einem solchen Gremium mitarbeiten dürfen. Vielleicht wäre es denkbar, dass man sagt, man bleibt beim Expertenbeirat, nimmt aber diese Inkompatibilitätsvorschrift aus Sicht der Betriebshygiene dann eben in die gesetzlichen Regelungen auf. Letzter Satz, weil noch 19 Sekunden da sind. Besonders kritisch sehe ich auch, Frau Abgeordnete, den vorgesehenen automatischen Transformationsmechanismus. Der GBA hat über die Aufnahme in die Versorgung zu entscheiden. Der Expertenbeirat soll zu Recht Empfehlungen abgeben. Denn da gibt es Defizite und das Geld soll nicht irgendwo im Nirvana verschwinden. Es kann aber nicht sein, dass durch die Entscheidung des Experten, des Innovationsausschusses, dann der GBA zwingend gebunden wird, eine Aufnahmeentscheidung zu treffen. Ich bin Vorsitzender beider Gremien, könnte mich über diesen Machtzuwachs in der einen Position freuen, sage nur, diese zwingende Bindung sollte noch mal überdacht werden. Man könnte es so machen, dass man sagt, wenn bestimmte Dinge vom GBA entgegen der Empfehlung nicht übernommen werden, dann trifft den GBA eine bestimmte Begründungspflicht. Aber eine sklavische Bindung ist aus meiner Sicht gesetzlich und ordnungspolitisch nicht legitimiert. Dankeschön. Vielen Dank. Wir sind am Ende unserer Anhörung angekommen. Ich darf mich bei allen bedanken, bei denen, die kreative Fragen gestellt haben und denen, die sehr kompetent geantwortet haben. Ich wünsche einen weiteren guten Nachmittag und ich, vielleicht, wenn es dann ein Update gibt beim Digitale Versorgungsgesetz 3.0, werden wir das dann durchführen in einer Form des Telekonzils.